Ich liebe dieses Rouge. Oh, jemand ruft an. Ich sollte besser rangehen. Hallo? Oh, hey. Wirklich? Das glaube ich nicht. Pop, pop, pop. Oh, Mama telefoniert. Ich will das auch. Hä? Was du nicht sagst? Du hättest dabei sein sollen. Okay, bis später. Oh, tschüss. Ich bin total erwachsen. Aber ich brauche ein richtiges Telefon. Ich sollte nicht, aber ich kann nicht anders. Das perfekte Verbrechen. Oh, da ist ja mein süßes Mädchen. Erwischt. Rückzug, Rückzug. Aber ich gebe nicht auf. Ganz langsam. Oh, du brauchst ein bisschen Puder. Kitzel, kitzel. Süß, Mama. Okay, jetzt aber. Oh, du willst mich umarmen. Das ist so süß. Ich brauche das. Ja, genau das hatte ich vor. Langsam wird's albern. Mami muss sich fertig machen. So bekomme ich nie das Telefon. Sieht gut aus. Ich brauche noch meine Handschuhe. Aha, sie ist abgelenkt. Jetzt aber schnell. Wir sollten uns unbedingt zum Essen treffen. Da sind sie ja. Die sind so schön weich. Hört sich gut an. Ups. Annie? Nein! Ich rette es. Wow, wie hast du das gemacht? Ich bin enttäuscht von dir, Annie. Tut mir leid, Mama. Mein Telefon ist kein Spielzeug. Warte. Vielleicht aber ein anderes. Ich habe eine tolle Idee. Diese Kiste ist perfekt dafür. Dann fange ich mal an. Ich beginne mit diesem Karton. Ich mache eine schnelle Skizze. Und zwar von einem Telefon. Ich bin eine Künstlerin. Jetzt kommen noch einige Details dazu. Dann wird es realistischer. Soweit, so gut. Jetzt kommt das Display. Dann mache ich drüben weiter. Das wird die andere Seite des Telefons. Zum Glück habe ich eine ruhige Hand. Dann schneide ich das aus. Das war einfach. Ich drehe die beiden Teile um. Und jetzt brauche ich meine Klebepistole. Der Kleber kommt auf die Kante. Ich brauche nicht viel. Jetzt kommt das Stück Wellpappe ran. Ich klebe es an den Rand. Das wird die Seite des Telefons. Es kommt rundherum. Genau so. Das andere Teil kommt oben drauf. Das mache ich auch mit den anderen Teilen. Langsam nimmt es Gestalt an. Jetzt muss ich sie verbinden. Dafür nehme ich ein kleines Scharnier. Mit dem wird's gehen. Ich klebe es innen an den Karton. So kann man es aufklappen. Genau wie beim echten Telefon. Jetzt male ich es noch an. Ich nehme dafür meinen Korrekturstift. Für den Rand nehme ich einen pinken Marker. Jetzt umdrehen und die andere Seite ausmalen. Es kommt noch mehr. Ich klebe noch dieses süße Kätzchen drauf. Ich habe ein Fenster für das Display ausgeschnitten. Da schiebe ich dieses Bild ein. Und das war's. Ich werde es gleich Annie zeigen. Schau mal, was ich hier habe. Versuchen wir es nochmal. Hallo, du willst mit Annie sprechen? Wow, unglaublich. Es ist für dich. Ist das ein Scherz? Wow, das ist so cool. Ich muss ganz dringend telefonieren. Hoffe, jemand geht ran. Hallo, Annie. Du glaubst nicht, was ich für einen Tag hatte. Du wirst lachen. Erzähl mir alles. Like und abonniere für mehr tolle Videos. Die Handyhülle ist mehr oder weniger okay, aber man kann sie hübscher machen. Dafür brauche ich nur meine Klebepistole. Mit dem Kleber male ich ein Herz drauf, dann fülle ich es aus und bevor der Kleber hart wird, streue ich Glitzer drauf. Ich mache das mit verschiedenfarbigen Glitzer direkt auf der Hülle. Jetzt sagt sie dir, ich liebe dich. Ist doch perfekt. Hallo? Hey, wie geht's? Wow, Gabi. Was für eine Handyhülle. Hey, wo hast du die her? Die ist fantastisch. Hä? Oh, du meinst die? War ganz einfach, habe ich mit der hier gemacht. Was? Willst du mich veräppeln? Wow, du bist echt talentiert. Kannst du mir auch so eine machen? Das war mit Sicherheit die lustigste Folge. Ich frage mich, wo er hingeht. Oh mein Gott, yes! Was ist denn hier los? Oh, guck mal! Eine Puppet-Party! Los, gehen wir! Wow, dein Puppet ist so süß. Ich hab meins auch, also los. Oh, da ist ein Türsteher. Und Essen oder Getränke sind nicht erlaubt. Aber unsere Süßigkeiten, was sollen wir machen? Ich will unbedingt auf diese Party. Hey, ich glaube, wir können rein mit unseren Süßigkeiten. Guck, wir nehmen einfach deine Puppet-Handyhülle. Und ich lege hier das Bild einer Kameralinse rein. Und dann füllen wir es mit Skittles.
Ein Skittle in jede Poppet-Mulde. Wir müssen ja an unserem Süßigkeitenvorrat arbeiten. Und jetzt zur Schokolade. Ich habe sie geschmolzen, damit wir sie gießen können. Ich verteile sie einfach über die Skittles. Super, das sieht perfekt aus. Sie ist hart, das heißt, sie ist fertig. Sieht aus wie ein ganz normales Telefon. Nice, du bist echt clever. Also gut, gehen wir. Du kannst rein. Hast du das Schild nicht gesehen? Kein Essen oder Getränke. Na los, verschwinde. Ich hab mein Puppet. Geh rein. Ha, ich hab noch nie eine Puppet-Handyhülle gesehen. Sehr cool. Viel Spaß auf der Party. Sieht aus, als wäre niemand in der Nähe. Zeit für mein Jumbo-Puppet. Wow, hier sind so viele Puppets. Komm her und hilf uns hier bei dem Großen. Die beste Party aller Zeiten. Wir haben den Stapelwettbewerb gewonnen. Los, los, los. Du stellst einen neuen Rekord auf. Hey, willst du tauschen? Okay. Denkst du, was ich denke? Snacktime! Tada! Es wartet auf uns. Die Puppet-Hülle lässt sich einfach abziehen. Wie ein selbstgemachter Schokoriegel. Es ist köstlich. Nimm dir was. Hey Leute, wir haben Süßigkeiten reingeschmuggelt. Kommt, nehmt euch was davon. Alles klar, das Silberbesteck ist fertig. Jetzt zu meinem Mittagessen. Hey, ist es okay, wenn ich mich hierher setze? Tu, was du möchtest. Ich liebe Pommes so sehr, meine absolute Leibspeise. Lächerlich. Ich muss genug Fotos für mein Insta machen. Wow, das ist schlau. Das sollte ich vielleicht auch machen. Ah, stimmt. Ja, ich habe so ein altes, schrottiges Telefon. Ich schätze, ich esse einfach, anstatt zu fotografieren. Ah, ich muss den richtigen Winkel bekommen. Ah, es funktioniert nicht. Das nützt doch nichts. Hey, könntest du mir vielleicht helfen? Ich? Klar doch, ich helfe gerne. Lass mich nur schnell dein Handy greifen. Ich versuche nur gerade kein Fett auf deinen Bildschirm zu schmieren. Ich hab's fallen lassen. Nein! Ich hab's. Oh mein Gott, das war echt knapp. Puh, sie hat's nicht mal gemerkt. Da sitzt eine Spinne im Netz. Ich glaube, ich habe eine Idee. Ich brauche ein Telefon, einen 3D-Stift und einen normalen Marker. Dann drehe ich mit dem 3D-Stift runden um den Marker. Dann ziehe ich die Schlaufen ab. Gut, und zurück zum 3D-Stift. Ich ziehe eine Linie zu dieser Ecke. Und jetzt noch mehr, wie bei einem Spinnennetz. Wichtig ist, dass die Schlaufen aufrecht bleiben. Ausgezeichnet, jetzt noch ein paar Linien für die Dekoration. Das wird ein geniales Spinnennetz. Fertig, Spinnen sind genial, genau wie ich. Den Rand mache ich auch gleich noch mit. Und jetzt kommt Glitzer. Ein bisschen Glitzer kann einfach nie schaden. Geschafft, die Schlaufen funktionieren wie ein Ring. Jetzt muss ich mir keine Sorgen mehr machen, dass ich ihr Telefon fallen lasse. Das sind tolle Bilder. Okay, ich möchte mein Handy jetzt zurück. Was hast du damit gemacht? Aber gefällt mir. Danke, du bist in Ordnung. Gerne. Dieses Mittagessen hat richtig Spaß gemacht. Like und abonniere für mehr tolle Videos. Happy Birthday! Oh, danke. Das ist für dich. Du bist die Beste. Ich frag mich, was es ist. Hier für dich. Ich hoffe, es gefällt dir. Wow, ihr verwöhnt mich ja richtig. Ich bin so froh, Freundinnen wie euch zu haben. Wollt ihr mich auf den Arm nehmen? Wow! Was? Heute ist Stacys Geburtstag? Hi! Hi, Emily! Danke nochmal. Ich hab's total vergessen. Was mache ich denn jetzt? Vielleicht habe ich was für Stacy in meinem Rucksack. Mag sie vielleicht Gummihühner? Wenn ich's mir recht überlege, lieber nicht. Was habe ich denn noch hier?
Spaßpup? Immer ein Lächeln wert. Nee, das kann ich ihr auch nicht geben. Ein neues iPhone. Wow. Oh Mann, ist das schwer. Sie wird so traurig sein. Ich muss ihr nach dem Unterricht was kaufen. Ich hoffe, das stört sie nicht. Diese Blumen riechen fantastisch. Ich weiß, ich schreibe ihr eine Karte. Der Gedanke zählt, oder? Das sieht furchtbar aus. Oh, ich muss mir was einfallen lassen. Warte mal, ich glaube, ich hab's. Ich weiß, was ich Stacy zum Geburtstag schenke. Wird Zeit, mich an die Arbeit zu machen. Ich male zuerst mit einem blauen Textmarker Punkte auf den Deckel meines Notizbuchs. Einfach irgendein Muster. Das gleiche mache ich mit anderen Farben. So lange, bis die Seite ganz voll ist. Das sieht gut aus. Ich denke, das sollte reichen. Da kommt jetzt durchsichtiges Tape drauf. Das soll schön glatt werden. Und dann schneide ich es ab. Der letzte Streifen. Nun tupfe ich schwarze Farbe auf das Klebeband. Mit dem Schwamm wird es dann auch gleichmäßig. Ich darf keine Stellen vergessen. Und nun wird die Farbe trocknen. Mit einem Holzspieß kratze ich dann einen Gruß drauf. Der Spieß kratzt das Schwarz ab. Und das Bunte scheint hervor. Das ist ein richtig cooler Effekt. Fertig! Stacy? Alles Gute zum Geburtstag! Oh, Emily, wow, vielen Dank, das gefällt mir total gut. Komm her, Bestie. Also, hast du Torte? Das war ein toller Film, du solltest ihn auch sehen. Oh, Emily, setz dich doch. Hey, Leute. Du siehst toll aus. Danke, Jake, das ist so nett von dir. Ich kann das. Und los. Hä? Oh, meine Mine ist abgebrochen. Voll nervig. Oh, typisch. Warum passiert mir das immer? Ich hoffe, ich habe einen Anspitzer. Komm schon. Ich habe alles in meiner Federtasche, nur den nicht. Oh, ich habe ihn zu Hause gelassen. Hey, Stacy, hast du einen Spitzer? Bin mir nicht sicher. Mal gucken. Ups, ich bin so tollpatschig. Nee, habe ich nicht. Sorry. Okay, das war weird. Was hat die für ein Problem? Nun ist meine Zeit gekommen. Ich kann Emily meinen Anspitzer geben. Oder ich nehme den Ring, den ich gekauft habe. Einen Versuch ist es wert. Ich nehme den Edelstein ab und gebe einen kleinen Klecks Kleber drauf. Das sollte reichen. Und nun setze ich da den Anspitzer drauf. Dann kommt der Ring in eine Schachtel. Sieht toll aus. Hey Emily, das ist für dich. Wirklich? Wow, du bist so süß. Den hast du für mich gemacht? Jake, das ist genau, was ich brauche. Danke, wow. Du hast ihn verdient. Ich bin so froh, dass er dir gefällt. Ich kann es kaum erwarten, ihn anzustecken. Der passt perfekt. Und er ist sehr praktisch. Was bist du aufmerksam, Jake? Und mein Stift ist wieder gespitzt. Ich werde nie wieder meinen Anspitzer verlieren. Und alles dank dir, Jake. Danke, mein Süßer. Ach, das hätte ich sein sollen. Ich wünschte, Jake hätte mir den Ring geschenkt. Ich bekomme nie die süßen Typen ab. Sollen wir uns später treffen? Ich muss gleich kotzen. Wir sind alles durchgegangen, also gibt es keinen Grund zu versagen. Nicht versagen, kapiert. Mir ist so langweilig. Ich kann kaum meine Augen offen halten. Emily, das ist voll eklig. Es wird Zeit für den Test. Ich möchte, dass ihr alle Aufgaben löst. Ein Test, juhu! Hier sind eure Blätter. Boah, ist das aufregend. Ich möchte gleich anfangen. Oh, sorry, ich mag Tests einfach. Hier, das ist für dich. Ja, danke. Das könnte knifflig werden. Ich habe mich voll erschreckt. Sorry, ich mache später mit meinen Nägeln weiter. Aber ihr fahrt fort. Na toll. Mit dem kann ich nicht mehr schreiben. Hey Stacy, hast du noch einen Stift? Bitte, ich brauche einen. Ich habe nur den hier, sorry. Oh, okay. Warte, ich habe eine Idee. Bekomme ich deinen Stift ganz kurz? Okay, aber den will ich wieder haben. Ich weiß, was ich mache. Ich bin genial. Ich lege den Bleistift auf ein Stück Papier und dann rolle ich es ein. Das Blatt muss schön eng gewickelt werden. Bevor ich das Ende erreicht habe, fahre ich mit dem Klebestift über den Rand. Dann rolle ich das Ende auf. Ich muss darauf achten, dass es klebt und dann ziehe ich Stacys Stift raus. Dann stecke ich einen Trinkhalm in die Papierröhre und verschließe das Ende mit dem Kleber. Dann kommt mein Stift ins andere Ende. Das ist ein optimierter Bleistift. Damit sollte es gehen. Danke, Stacy. Klar, aber was habe ich denn da gerade gesehen? Das klappt. Ich bin froh, dass mir das eingefallen ist. Das geht echt gut. Oh, da kommt Matthew. Hey. Du bist zu spät. Setz dich.
Sorry, hat eine Weile gedauert, bis meine Frisur perfekt war. Oh, das sieht so gut aus. Diese Windmaschine ist das Beste, was ich je gekauft habe. Wow, schau die nur an. Ich sehe wirklich gut aus. Ja, ja, das tust du. Ich glaube, mein Herz ist gerade stehen geblieben. Oh, mein Stift. Ups, ich hoffe, das hat keiner gesehen. Du schaffst das. Das ist so nervenaufreibend. Hoffentlich ist das richtig. Ich habe mein Bestes gegeben. Wie habe ich abgeschnitten? Wem mache ich was vor? Das ist falsch, oder? Warum strenge ich mich überhaupt an? Das ist so schwer. Schau zu und lerne, Nerd. Mach einfach das. Tada! Ich weiß, ich bin ein Genie. Was? Das gibt's doch nicht! Juhu! Freiheit! Hast du das Gesicht vom Lehrer gesehen? Wie cool, dass Kevin ihm ein Furzkissen auf den Stuhl gelegt hat. Du bist in Kevin verliebt. Nana! Hey, zieh nicht an meinen Haaren. Stopp! Ich muss dir was zeigen. Das ist mein neuer Freund. Der sieht kuschelig aus. Aber guck dir meinen an. Hä? Was ist mit Teddy passiert? Oh nein, meine Stifte sind ausgelaufen. Das ist nicht gut. Mama wird sauer sein. Gib den her. Ich bin sehr enttäuscht. Das war's. Du fliegst raus. Du hast Schande über die Familie gebracht. Wo soll ich denn hin? Das ist jetzt mein Leben. Ich bin eine Nomadin. Nur ich und die Straße. Und ein riesiger Bär. Vielleicht will er umarmt werden? Oder auch nicht? Das darf nicht passieren. Ich will nicht vom Bären gefressen werden. Ich habe da eine Idee. Ich trage Kleber auf die Chipsdose auf. Ich mache einen Rahmen. Ich mache das die ganze Dose rum, aber ich lasse eine Lücke. Da kommt jetzt der Reißverschluss dran. Und schon hast du eine Federtasche. Die ist für mich? Total cool. Wow, ich werde die gleich benutzen. Wo sind meine Stifte? Alle passen perfekt rein. Du bist die Beste, Mickey. Bin ich. Und bescheiden. Aufgepasst, Klasse. Heute wird geprüft. Und ich habe es extra schwierig gemacht. Okay, hier ist die erste Frage. Welches ist die alkalische Lösung? Die hier oder die hier? Das weiß ich. Es ist die blaue. Was sagst du, Stacy? Stimmst du zu? Ich bin mir nicht sicher. Wir haben das besprochen. Du solltest das wissen. Guckt euch den Dreck an. Du musst... Hä? Okay. Versuchen wir was anderes. Wer ist das? Ich weiß das. Schon wieder. Das ist ein Typ mit komischen Haaren. An sich hast du recht. Siehst gut. Was ist das? Das weiß ich nicht. Ich weiß. Das ist ein Messbecher. Du hast einen Lauf, Mickey. Danke. Wer kann das lösen? Das ist eine knifflige Aufgabe. Unglaublich, wie dreckig das hier ist. Denkt an. Warte, habt ihr das auch gesehen? Na egal. Ihr habt vier Möglichkeiten. Oh, das ist so schwer. Nicht für mich. Woher weiß sie alle Antworten? So schlau ist sie doch gar nicht. Ich bin beeindruckt, Mickey. Sie muss schummeln. Kann ich dir helfen? Jemand hat die Tafel vollgekritzelt. Sie wird gleich wieder wie neu aussehen. Hey, was machen Sie da? Hören Sie auf damit. Lass mein Tuch los. Ich mein's ernst, Lady. Wow. Das ist meine Chance. Ich brauche nur ein bisschen Hilfe. Ich liebe Technik. Wo war ich? Stacy, schummelst du etwa? Ich? Auf keinen Fall. Okay. Psst, Stacy, gib mir dein Handy. Schnell, bevor die Lehrerin guckt. Danke. Hier ist die nächste Frage. Ich weiß, wie ich helfen kann. Ich trage Kleber am Rand der Hülle auf. Ich mache noch eine Klebelinie daneben. Da klebe ich jetzt einen Stift dran. Das mache ich die ganze Hülle entlang. So ist das Telefon schön versteckt. Und das ist die Lösung für all deine Probleme. Okay, wer kann diese Frage beantworten? Mickey, was ist das? Hä?
Das sind nur meine Buntstifte. Hm, ne? Okay, na gut. Hier, nimm's. Wow, danke. Ich leg das hier hin. Jetzt habe ich auch alle Antworten parat. Kommt schon, ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Wer weiß das? Das ist fantastisch. Ich hab's. Hm. Das ist die Lösung. Sehr gut. Danke, Mickey. Ha, was ist denn da drüben los? Oh, wie sehe ich denn aus? Naja, hallo. Nicht so schnell. Gibt es irgendwas, das du mir sagen möchtest? Aha, da ist es. Es sind keine Handys erlaubt, weißt du noch? Na schön. Dankeschön. Und jetzt zu deinen Haaren. Wie unverschämt. Es sei denn... Natürlich. Ich bin gleich zurück. Du willst dein Handy verstecken? Nimm Knete und drück sie an die Seite der Bürste. Und das jetzt immer so weiter an der Kante entlang. So versteckst du den Rand deines Handys. Jetzt sieht das aus wie der Rücken der Bürste. Der Griff ist auch richtig cool. Ich bin hübsch und ein Genie. Viel besser, oder? Darf ich mal? Oh, dieser Spiegel ist so lebensecht. Wie konnte ich das nicht bemerken? Hier, die kannst du behalten. Okay, und jetzt rein mit dir. Falltreffer! Oh nein, die suchen schon wieder nach Handys. Ich muss mir was einfallen lassen. Wie bekomme ich es nur da rein? Der Typ ist sicher keine Hilfe. Da drin ist es wie in einer anderen Welt. Oh, ja? Ich hab's. Und los geht's. Chris. Redest du mit mir? Darf ich? Auf keinen Fall. Oh, bitte, bitte. Oh, aber das kostet. Oh, widerlich. Aber okay. Hm, ich befeuchte sie noch für dich. Ach, hier, kiss das. Hm, so sanft. Das war der Wahnsinn. Das Fischglas gehört ganz dir. So, und jetzt zu meinem Plan. Wie gut, dass ich beim Mittagessen keinen Hunger hatte. Wichtig ist, dass sie gut verschlossen ist. Die Steine werden es verdecken, siehst du? Und jetzt zum großen Finale. Yes! Hallo! Oh, ich liebe Fische. Du darfst reingehen, Annie. Zeit für einen kleinen Tauchgang. Entschuldige, kleiner Kerl. Schön trocken. Tja, dank des guten alten Plastiks. Na, 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 na. Oh, hab sie nicht gesehen. Meine Musik? Ich weiß nicht, ob sie Ihnen gefällt. Jetzt kommt der Beat Drop. So, und jetzt Schluss damit. Oh, ist das ein Vogel da? Chill! Das war ganz schön knapp. Aber ich weiß, was zu tun ist. Mal sehen. Das ist es definitiv nicht. Bingo! Genau, was ich brauchte. Siehst du diesen Bandabroller? Nimm das Klebeband raus und ersetze es durch die Dinger. Perfekt! Moment! Zeit zum Scannen. Diesem Gerät entgeht nichts. Oh je. Bis jetzt nichts? Okay. Aha! Auf frischer Tat ertappt! Das? Das ist Klebeband. Wie kann das denn sein?
Oh, geh einfach. Dieser Trick funktioniert immer. Und praktisch ist er auch. Genau richtig zum Gitarrensolo. Das ist ein großer Pickel. Hayasa, pass auf! Das ist so eklig. Das ist eine tolle Begrüßung. Du weißt, dass man Pickel nicht ausdrücken soll. Der war aber schon reif. Du musst damit aufhören. Zum Glück habe ich genau das Richtige für dich. Wo ist sie? Das habe ich gesucht. Guck mal. Das erfüllt dein Bedürfnis, Pickel auszuquetschen. Spannend. Danke, Nora. Ein Versuch ist es wert. Ich fange mit dem hier an. Wow, was für eine Eruption. Das fühlt sich so gut an. Oh, es gibt keine Pickel mehr. Ich brauche noch was anderes zum Quetschen. Das ist meine Chance. Mal gucken, was Nora sonst noch da drin hat. Wow, guck dir das an. Ist wie in einem Spielzeugladen. Oh, fantastisch. Und es gehört mir. Jetzt wird schmutzig und eklig. Oh ja, das ist das gute Zeug. Mehr, mehr. Ich will mehr. Ich kann nicht aufhören. Oh, das war der letzte. Damit bin ich fertig. Was mache ich jetzt? Der ist riesig. Ich kann nicht widerstehen. Ich brauche was zum Schutz. Ich bin bereit. Guck ihn dir an. Voll mit klebrigem Schleim, bereit zum Platzen. Mag es ja nicht. Was? Ich bin ein Ninja. Ich wusste, dass du das versuchst. Ich klebe Luftpolsterfolie auf ein Stück Pappe und ich habe eine Spritze mit Farbe gefüllt. Ich werde die in die Blasen spritzen. Ich mache sie ganz voll. Das mache ich auch mit den anderen Blasen, aber ich nehme andere Farben. So sieht's lustig aus. Das müsste reichen. Jetzt gebe ich das Elsa. Nimm's. Quetsch so viel du willst. Wow, das ist fantastisch. Es ist, als ob heute all meine Geburtstage sind. Wow, ist genau, was ich brauche. Das ist so spritzig. Ich liebe es. Das könnte ich den ganzen Tag machen. Ich glaube langsam, dass ich ein Problem habe. Ich kann nicht aufhören. Ich muss alle platzen lassen. Das ist so beruhigend. Ah, ich bin gerade voll im Zen. Einer ist noch übrig. Wow, gut, dass ich Handschuhe anhab. Sonst müsste ich meine Hände schrubben. Danke, Nora. Ich glaube wirklich, dass Brian mit mir geflirtet hat, hm? Wow, lass uns das anschauen. Ich weiß nicht, was ist mit Aliens? Komm schon. Okay, aber wenn ich ein Alien sehe... Wow, was haben wir jetzt an? Raus hier. Okay, das war seltsam. Machen wir es noch einmal. Los, los, los. Guck dir mal das Zeug an. Wow, das ist also die Zukunft, was? Sie ist viel glänzender, als ich dachte. Was glaubst du, was das macht? Niemals. Das ist so cool. Was wollen wir nehmen? Nee, was gibt's noch? Nein, das nehmen wir auch nicht. Warte, guck mal. Ein Roboter. Den müssen wir haben. Oh nein, was ist los? Ich habe ein schlechtes Gefühl dabei. Ist da was hinter uns? Das ist der Roboter. Los, den schauen wir uns an. Wow, das ist fantastisch. Hey, nimm den Stift. Oh ja, gute Idee. Ich ziehe eine Linie aufs Blatt. Achte darauf, dass sie gerade ist. Wir wollen es nicht verkomplizieren. Probieren wir es aus. Okay, kleiner Roboter, das ist dein Auftritt. Wow, das ist fantastisch. Warum dreht er sich nur im Kreis? Wir müssen ihn auf die Linie setzen. Wow, Technologie ist doch erstaunlich. Oh nein, was habe ich gemacht? Was ist los? Das war's, jetzt übernehmen die Maschinen. Entspann dich, ist keine große Sache. Aber ich brauche ein paar Sachen. Mach, dass es aufhört, mach, dass es aufhört. Fangen wir an. Ich schneide den Saftkarton diagonal durch. Genau so. Jetzt schneide ich Blue aus dem Blatt aus. Oh, er sieht so süß aus. Als nächstes brauche ich eine Büroklammer. Ich werde die Klammer zurechtbiegen, bis sie so aussieht. Dann klebe ich die Klammer an Blues Bein. Jetzt brauche ich eine Hälfte vom Karton. Ich habe in die Seiten Löcher gebohrt. Da schiebe ich die Klammer durch. Wenn ich die jetzt drehe, läuft Blue. Das ist ziemlich cool. Hey Elsa, guck mal. Was ist das? Guck's dir einfach an. Er läuft. Das bringt mich auf eine Idee. Wir stellen ihn ins Glas. Ich hoffe, das klappt. Geschafft. Der Alarm hat aufgehört.
Jetzt lass uns hier verschwinden. Wir sind wieder in Sicherheit. Das war ein krasser Kick. Aber lass uns lieber in unserer Zeit bleiben. Es ist soweit. Der Tag ist endlich gekommen. Ich bin nicht bereit. Es gibt so viel zu lernen. Das alles ergibt keinen Sinn. Guck dir das doch mal an. Ich bin echt gestresst. Ich kann mich nicht konzentrieren. Warte mal. Ich habe eine Idee. Ich brauche nur meine supergeheime Kiste. Alles, was ich brauche, ist hier drin. Mal sehen. Ich werde die Pumpe brauchen und mir gefällt dieser grüne Ball. Ich steck den auf die Pumpe. Jetzt kann ich ihn aufblasen. Er wird größer. Ist wie ein Luftballon. Das reicht. Ich mache das Ende zu. Jetzt dekoriere ich den. Ich klebe Ohren und einen Mund ran. Und Beine. Zum Schluss klebe ich noch Haare ran. Der wird mir helfen, mich zu entspannen. Was ist das? Gib her! Nein, das ist meiner. Gib schon her! Nein, besorg dir selbst ein. So ist das also, ja? Wie gefällt dir das? Was soll denn das? Oh, du bist voll nervig. Oh oh. Nein, was habe ich getan? Tut mir leid. Bitte bleib ruhig. Warte, das Klebeband wird helfen. Ich weiß, wie ich das beheben kann. Bin gleich wieder da. Ich brauche einen Streifen Klebeband. Genau so viel. Jetzt brauche ich einen Trinkhalm aus Metall. Ich wickle das Klebeband um das Ende. Ich will ihn versiegeln. Es darf keine Lücke bleiben. Jetzt brauche ich meinen Föhn. Mit dem erhitze ich das Tape und dann blase ich durch den Halm. So entsteht eine Blase. Jetzt klebe ich ein paar Plastikteile drauf. Da muss auch ein Gesicht drauf. Die Augen sind schon drauf. Jetzt noch die Nase und der Mund. Zum Schluss kommen noch Schnurrhaare. Ich denke, es ist fertig. Die habe ich für dich gemacht. Die sind zum Drücken. Die sehen echt gut aus. Danke, Elsa. Das ist echt nett von dir. Na los, wir müssen lernen. Ich bin jetzt aber nicht mehr so angespannt. Ich denke, alles ist fertig. Diese Geburtstagsparty muss die beste aller Zeiten werden. Das wird sie, Nora. Ich freue mich für dich. Bedecke deine Augen. Ich liebe Überraschungen. Du kannst sie aufmachen. Was da wohl drin ist? Wow, eine Schneekugel. Die ist so hübsch. Oh oh, wo ist sie hin? Das hätte nicht passieren dürfen. Das ist der schlimmste Geburtstag aller Zeiten. Ist okay, wir kriegen das hin. Ich muss schnell denken. Ich fange Elsas Tränen in diesem Glas auf. So ist gut, lass es laufen. Puh, das sind eine Menge Tränen. Aber die kann ich gut gebrauchen. Hier, nimm das. Ich habe einiges zu tun. Zuerst brauche ich Klebstoff. Ich gebe ein paar Tropfen ins Glas, das müsste reichen. Was kommt jetzt? Ach ja, Glitzer. Ich schütte den dazu. Wir brauchen etwas Glanz. Die Sterne sind hübsch. Aber wir brauchen noch mehr. Zum Glück habe ich ganz viel Glitzer. Perfekt. Jetzt rühre ich um. Wow, das sieht magisch aus. Jetzt kann der Deckel drauf. Ich will ja nichts verschütten. Jetzt kann geschüttelt werden. Wow, das könnte ich mir ewig angucken. Das ist so hypnotisierend. Wenn ich nicht mehr schüttle, wirbeln Glitzer und Sterne herum. Das sieht so schön aus. Ich werde das gleich Elsa zeigen. Warum musste das passieren? Hey, Kopf hoch. Lass mich in Ruhe. Guck mal, was ich hier habe. Wow, ist genau wie die Schneekugel. Wow, du bist wirklich eine Heulsuse. Ich werde es ausgießen. Jetzt haben die Pflanzen was davon. Das ist das beste Geschenk aller Zeiten. Mein Geburtstag ist nicht ruiniert. Danke, Nora. Du bist meine beste Freundin. Wow, ich kann die Weltraumparty kaum erwarten. Sie wird nicht von dieser Welt sein. Hey, kommt rein. Mir gefällt dein Kostüm, Alter. Danke, habe ich selbst gemacht. Worauf wartest du? Geh rein. Juhu, hi. Stopp. Was ist das? Das ist eine Kostümparty, weißt du? Ja, und? Was hast du da an? Gib mir eine Sekunde. Ich habe das hier. Das ist ein kleiner Frosch. Okay, aber warum zeigst du mir den? Wow, Blasen. Ich weiß, ist voll cool, stimmt's? Jeder liebt Seifenblasen. Sie machen immer Spaß. Ich will sie alle platzen lassen. Du kannst rein. Wow, ich liebe meinen Job. Elsa, du bist hier. Das lasse ich mir nicht entgehen. Hey, Nora, komm her. Nora, lass uns feiern. Hey, guck mal, was ich habe. Wow, so viele Blasen. Ist genug für alle da. Dieser kleine Kerl verbreitet immer gute Laune.
Oh oh, das sieht nicht gut aus. Was ist los? Ich häng da drüben ab. Oh nein, was mache ich denn jetzt? Hey, ich habe eine tolle Idee. Warte hier. Ich brauche die Trinkhalme. Du wirst beeindruckt sein. Ich brauche noch mein Haargummi. Den wickle ich um die Halme. Das wird halten. Ich brauche was Süßes. Das ist eine hungrige Arbeit. Na gut, nimm's. Ich habe noch was zu tun. Ich schütte Limo auf den Teller. Das muss nicht viel sein. Das reicht schon. Jetzt tauche ich die Halme in die Limo. Ich will die Enden beschichtet haben. Bereit für was Cooles? Wow, du machst Blasen. Mach weiter. Juhu, das ist fantastisch. Warte, mir fehlt die Puste. Okay, weiter geht's. Hör nicht auf, Elsa. Ich tausche mit dir diesen süßen Hundepoppet. Schau dir das an. Nein, ich will mehr. Wie wär's mit einer weichen Wassermelone? Abgemacht. Schau mal, was ich habe. Ein iPhone. Wow, ich gebe dir diesen riesigen Lutscher. Das ist doch ein guter Tausch, oder? Es wird viel mehr als das nötig sein. Weiter so. Du bist eine harte Verhandlungspartnerin. Ich will noch mehr. Soll das ein Witz sein? Das ist alles, was ich habe. Das wird so peinlich. Zufrieden. Abgemacht. Na endlich. Gib mir meine Lutscher. Gib mir meine Sachen zurück. Was da wohl drin ist? Kann ich sie öffnen? Bitte. Wow. Das ist ein Handy. Das hatte ich nicht erwartet. Das ist meins. Ich mag dieses Spiel. Das macht Spaß. Hey, das ist nicht fair. Es muss doch etwas anderes hier drin sein. Oh, das ist aber so enttäuschend. Nächstes Mal mehr Glück. Ich kann das Handy nicht richtig halten. Was soll das? Das kann weg. Hä? Was ist das? Oh, wow. Oh, das ist süß. Es ist so schwammig. Vielleicht kann ich das hier quetschen. Oh, das fühlt sich gut an. Es ist ein bisschen eklig, aber ich liebe es. Das kann nicht sein. Ich war am Gewinnen. Nein. Du machst mir Angst. Ah, blödes Spiel. Ich will einfach etwas kaputt machen. Nimm das. Ah, ich bin so wütend. Mach, dass es aufhört. Oh, Gabby, versuch das mal. Ah. Was? Hä? Was ist das? Gib mir das. Das ist perfekt. Es ist schön weich. Also das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich spüre, wie mein Ärger dahin schmilzt. Oh, das könnte ich den ganzen Tag tun. Ich liebe es. Quetsch es. Na los. Wirklich? Also gut. Los geht's. Ah, aber doch nicht auf mich zielen. Wow, direkt in dein Gesicht. Hoppla, das war eigentlich ein Unfall. Aber es war ein beeindruckender Schuss, oder? Das ist so ekelhaft. Igitt. Oh, was haben wir denn dieses Mal? Lass sie uns gemeinsam öffnen. Los, mach schon. Hä? Das war's? Eine Erbsenschote? Oh, schau mal. Wow. Schauen wir uns das mal genauer an. Oh, jetzt verstehe ich. Es ist ein Fidget-Toy. Ha, das ist ja toll. Die Erbsen tauchen immer wieder auf. Guck mal, Ashley. Ich glaube nicht, dass ich ein Spielzeug habe. Was soll ich damit tun? Moment mal. Bonjour. Gehört das zu Ihnen? Geben Sie es her. Hey, nicht so schnell. Halt! Schau, was du getan hast. Entschuldigung. Viel Spaß mit der Erbsenschote. Was soll ich jetzt tun? Vielleicht kann ich diese Perlen verwenden. Aber wofür? Hallo, kleine Erbse. Hä? Warte, ich hab's. Ich brauche die Perlen und einige Gummibänder. Ich werde das Gummiband durch das Loch wedeln. Einfach so. Jetzt wird die Perle dekoriert. Ich male einen Smiley drauf. Oh, sie sieht so glücklich aus.
ich habe ein Stück Karton in Form einer Erbsenschote ausgeschnitten. Jetzt klebe ich das Gummiband auf den Karton. Ich möchte die Enden überdecken. Sie müssen sicher sein. Wenn der Kleber trocken ist, kann ich die Karte umklappen. Lass es uns mal probieren. Es sieht großartig aus. Wer braucht schon ein schickes Fidget-Toy? Das ist genauso gut. Schau dir das an. Wow. Darf ich es mal versuchen? Ich tausche mit dir. Okay, warum nicht? Danke. Hier. Wow, das ist voll toll. Du bist so clever, Ashley. Also, das ist langweilig. Wow, das hätte ich nicht erwartet. Das war voll cool. Werf mir einen Blick hinein. Ach komm schon, Klopapier? Was? Also, ich denke, ich kann es mir für später aufheben. Oder benutze es als Teleskop. Klopapier? Hey, kannst du mich sehen? Hey, so lustig ist das nicht. Was hast du denn da? Oh ja, das hatte ich ja ganz vergessen. Ich hoffe, es gibt etwas Gutes da drin. Was soll das? Es ist eine Erdnuss? Ich hatte auf etwas Spannenderes gehofft. Was soll ich damit tun? Oh, warte einen Moment. Das ist ja eine weitere Erdnuss. Hm, interessant. Das ist eine Spur. Es gibt wohl nur mich und mein Klopapier. Was soll ich denn jetzt tun? Das vertreibt die Zeit. Hm, eine Erdnuss? Was hat die in meinem Müsli zu tun? Aha, ein weiterer Hinweis. Beachtet mich nicht. Ashley, du solltest nicht hier sein. Oh, das Ende des Weges. Ich werde das nehmen. Soll das Spaß machen? Was machst du da? Das ist ja das Schlimmste. Ich weiß. Hey, schau mal, was ich hier habe. Ein Mini-Baumstamm? Ich bin so verwirrt. Was bewirkt das? Wow! Echt jetzt? Hast du das gesehen? Ich bin so neidisch. Alles, was ich habe, ist eine Klopapierrolle. Moment. Ich weiß, was zu tun ist. Ich habe einen kleinen Streifen Papier. Ich rolle die Klopapierrolle darin ein. Dann klebe ich die Enden zusammen. Jetzt zeichne ich ein paar Muster darauf. Ich möchte, dass sie wie ein Baumstamm aussieht. Das sieht ja gut aus. Jetzt stecke ich diesen Ballon rein. Ich ziehe das Ende des Ballons durch. Der Luftballon passt perfekt. Dann klebe ich einige Papierarme an den Ballon. Einfach so. Ich male ein Gesicht auf den Ballon. Ich will ihn nicht zum Platzen bringen. Jetzt quetsche ich die Rolle aus. Genauso habe ich es mir vorgestellt. Oh, schau mal her. Es taucht immer wieder auf. Ha. Was denkst du, Ashley? Oh, ich liebe das. Sie sind unsere kleinen Knallkumpels. Oh, sie sind so süß. Ich dachte, du wärst gut darin. Wow, also das wird mir nie langweilig. Kann ich sie öffnen? Nur zu. Luftballons. Viele, viele Luftballons. Zumindest hätten sie die Luftballons aufblasen können. Öffne deine. Okay, ich liebe Überraschungen. Wahnsinn. Schau dir das an. Was ist das? Es gibt auch ein Spielzeugauto. Hm, was bewirkt das? Also besser als Luftballons. Ich fange besser an zu blasen. Das kann eine Weile dauern. Versuchen wir das nochmal. Was ist denn mit denen los? Aller guten Dinge sind drei. Schau mal, ich schaffe es. Ich muss weitermachen. Nein! Kein Bock mehr auf Luftballons. Du kannst sie haben. Da muss mehr dahinter stecken. Oh, Gabys Luftballons. Warte, ich frag mich. Ich weiß, was es bewirkt. Ich verbinde das Auto mit dem Schwein. Dann stecke ich den Ballon auf diese Düse. Scheint fertig zu sein. Jetzt pumpe ich ihn auf. Es funktioniert. Ich werde diesen Knopf drücken. Das Auto fährt. Schau, wie es fährt. Wahnsinn. Das ist so cool. Hm?
Was ist das für ein Lärm? Oh, schau mal. Das ist so clever. Das bringt mich auf eine Idee. Zeit, sich an die Arbeit zu machen. Ich muss Löcher in diesen Karton machen. Ich habe einen rosa Luftballon aufgeblasen und schiebe ihn durch ein Loch. Und das gleiche mit verschiedenfarbigen Luftballons. Ich möchte, dass die Luftballons die gleiche Farbe haben wie die Reihen. Die Löcher sind alle gefüllt. Wow, es ist wie ein riesiges Simple-Dimple. Ich muss nur die Luftballons anschieben. Es fühlt sich so gut an. Ashley, schau mal, was ich gemacht habe. Hä? Wow, das sieht nach Spaß aus. Siehst du, Luftballons sind gar nicht so schlecht. Danke fürs Staubsaugen, Mr. Brokkoli. Hä? Was? Oh, das war nur ein Traum. Wie viel Uhr ist es? Ich sollte auf mein Handy schauen. Nein, mein Handy, nein! Ah, das ist voll auf den Boden geknallt. Oh nein, das Display. Oh mein Gott. Das ist ein Albtraum. Was ist passiert? Wo bin ich? Oh ja, mein Handy. Hey, ich lebe immer noch auf dem Boden. Ah, ein Albtraum. Ah, oh mein Gott. Schon wieder ein Albtraum. Shish. Moment, mein Handy? Puh, meinem Handy fehlt nichts. Das war alles nur ein Traum. Aber dieser Albtraum hat mich auf eine Idee gebracht. Mein Freund und Helfer der 3D-Shift, du kommst mal wieder wie gerufen. Mit meiner Lieblingsfarbe bemale ich die Handyhülle meines Handys. Mit Zickzacklinien fahre ich die Hülle nach, ziehe einmal rüber und beginne von vorn. Diesen Schritt wiederhole ich mehrmals. Die komplette Handyhülle muss mit 3D-Tinte bedeckt sein. Okay, die Rückseite ist bedeckt. Jetzt sind die Seiten dran. Auch die Seiten müssen gut bedeckt sein. Fertig! Meine 3D-Stifthülle ist endlich fertig. Ah, mein Handy! Nichts passiert, dank deiner genialen Handyhülle. Oh mein Gott, was für ein Schock. Die Handyhülle erfüllt ihren Zweck. Okay, ich leg mich wieder hin. Hey, wie läuft's? Guck mal, was ich hier habe. Nicht dein Ernst, wann hast du das denn geholt? Gerade heute Morgen. Es ist lila und alles. Wow, ich bin ziemlich neidisch. Ich hätte auch gern ein neues hübsches Handy. Moment mal. Ich brauche gar kein neues Handy. Ich habe eine schöne Hülle. Hüllen, um genau zu sein. Ich habe mehr als eine. Ha, okay, das ist schon mal was. Naja, und ich glaube, ich habe sogar noch mehr. Ich liebe diese neue Farbe total. Na, dann schau dir mal meine farbigen Hüllen an. Die sind cool, aber nicht cooler als mein lila Handy. Was? Okay, du lässt mir keine andere Wahl. Wovon redest du? So sei es, alle meine Hüllen! Wow, das sind echt viele. Da, siehst du? Hüllen sind auch richtig schön. Wow, ich bin echt beeindruckt. Jetzt bin ich fast etwas genervt von meinem neuen Handy. Oh, ich habe eine richtig geniale Idee. Ich nehme diesen Strohhalm und schließe das Ende mit einem Glätteisen. So, und jetzt zum nächsten Teil. Mit dieser kleinen Spritze fülle ich farbiges Wasser in den Strohhalm. Perfekt, genau so und mit ein bisschen Luft drin. Und jetzt versiegle ich auch dieses Ende. Dann brauche ich nur noch diese durchsichtige Handyhülle. Ich bedecke sie mit Kleber vom Klebestift. Gut, jetzt noch den Strohhalm aufkleben. Ich habe ein paar mit verschiedenen Farben gemacht. Sie passen perfekt auf die Hülle. Das sieht toll aus. Schau dir meine neue Hülle an. Sie hat Blasen, die sich bewegen. Wow, sowas habe ich echt noch nie gesehen. Meine bunte Handyhülle und ich verschwinden dann mal. Oh Mann, jetzt bin ich wieder neidisch. Was für ein langer Tag. Ich kann es kaum erwarten, einzuschlafen. Muss es mir nur noch bequem machen. Vielleicht, wenn ich mich umdrehe? Oh, das
Es ist zu hell. Ich will doch nur schlafen. So, das ist besser. Warum ist dieses Kissen nur so unbequem? Das ist doch lächerlich. Hasst mich denn die ganze Welt? Dann strecke ich halt ein Bein raus. Das wird mich abkühlen. Aber was ist mit dem Monster unterm Bett? Mein Bein bleibt doch lieber drin. Ich glaube, ich werde heute gar nicht gut schlafen. Und natürlich, jetzt ist mir kalt. Vielleicht diese Position? Oder so? Oh, ich hasse mein Bett! Diese Nacht ist die schlimmste! Was ist los? Warum schreist du? Hey, ein Ei! Das bringt mich auf eine tolle Idee. Ich starte mit einer Handyhülle und einer Klebepistole. Ich zeichne einen Kreis mit Kleber in die Mitte. Und jetzt lackiere ich ihn mit weißem Nagellack. Gut, und jetzt lasse ich ihn trocknen. Als nächstes brauche ich einen gelben Ballon. Einfach die Spitze abschneiden. Und dann stecke ich einen Ball aus Schleim rein. Ganz genau so. Und jetzt auf die Hülle damit. Wie knautschig. So, sieht aus wie ein Ei auf meiner Handyhülle. Oh, das Knautschen ist so entspannend. Wow, jetzt werde ich schön müde. Ah ja, immer wieder erstaunlich, was sie alles können. Meine Nägel sind gerade so schön lang. Oh, ich liebe die. Die klimpern so schön. Vor allem auf Glas. Hallo, Telefon. Wie geht's dir heute? Oh, ich schreibe schnell mal diese SMS. Au, stopp. So pieksig. Oh, nee, ich hasse das. Hey, was ist denn mit meinem Telefon los? Irgendwas Seltsames passiert hier. Mein Telefon hat sich in einen Menschen verwandelt. Hi, ich bin Julie. Also, du bist jetzt ein Mensch, ja? Ja, aber ich habe immer noch meine Tasten. Ach, ich liebe shoppen. Warte, oh nee, wo ist denn mein Telefon? Vielleicht ist es in einer meiner Taschen? Nein, oh, ich muss es verloren haben. Warte, ich wette, es ist hier drin. Mano, wo könnte es denn sein? Telefon, wo bist du? Warte mal, ich hatte es noch im Auto. Shopping mit dir hat Spaß gemacht, Julie. Oh, tschüss dann. Ich hab ihn im Auto gelassen. Hey, ein Kamm. Ich kann meine Haare schön machen. Wow, Haare sind ziemlich cool. Ja, Zeit für Musik. Oh, Kylie schreibt. Oh nee, zu viel Vibration. Wow, die hat aber eine Menge Nachrichten geschickt. Oh nee, nee, oh, Kylie macht sich Sorgen. Ich will nicht mehr im Auto sein. Ich wünschte, jemand käme und holte mich ab. Telefon, Telefon. Oh, Gott sei Dank. Tut mir so leid. Ich hol dich hier raus. Oh, ich bin so froh, dass ich dich gefunden habe. Telefon, Telefon, geht's dir gut? Ah, das Ladekabel. Jetzt brauche ich noch Energie. Oh, ein Apfel. Ja, das könnte klappen. Komm schon, Telefon. Komm zurück zu mir. Oh, hi, Julie. Tut mir leid, Telefon. Lad dich erstmal auf. Okay, heute ist der Tag. Telefon, ich brauche deine Hilfe. Kannst du bitte meine Einladung verschicken? Super, danke. Auf geht's. Hi, ich habe eine Nachricht für dich. Hier, bitteschön. Tschüss. Puh. Da ist der Nächste. Hi. Hallo? Was ist denn hier los? Hier ist eine Nachricht für dich. Hi, hi. Nachricht. Du, hi. Nachricht.
Hi? Ja, ich hab sie, danke. Hi, du. Nachricht. Bitte was? Oh, eine Party heute Abend. Super. Oh, wow, du bist aber seltsam. Bitte geh jetzt. Tschüss. Telefon, du bist wieder da. Ui, oh, du siehst fertig aus. Bist du okay? Ja, mir geht's gut, nur müde. Ja, das ist ein bisschen seltsam. Du solltest reinkommen. Hi, mein Telefon hat Probleme. Kannst du helfen? Ach, klar. Ich kann es sofort in Ordnung bringen. Oh, Gott sei Dank. Komm, Telefon. Diese hübsche Dame wird dir helfen. Wow, du steckst aber ein bisschen in der Klemme. Okay, lass uns an die Arbeit gehen. Keine Sorge, das sollte nicht wehtun. Boah, du hattest aber eine Menge zu tun. Alles klar, wie geht's dir jetzt? Ich fühle mich gut. Gut. Ach du, meine Güte. Oh je, das ist zu viel. Zu viel für mich. Und wie fühlst du dich, Telefon? Noch holprig, was? Okay, ich muss eine Entscheidung treffen. Ja, das ist perfekt. Das ging ja super schnell. Dann packe ich's mal aus. Oh, wer ist das? Hi, Julie. Wow. Wer ist denn das da drüben? Ich bin Julies Telefon. Ja, ich verstehe, warum du ein neues brauchtest. Sowas wie mich. Oh, ich bin so froh, dass du hier bist, neues Telefon. Das wird lecker. Sowas von gut. Und jetzt noch Schokolade. Ich liebe Schokolade. Lecker. Oh, Süßigkeiten sind das Beste. Und jetzt das Glas mit den Lutschern. Was für ein leckerer Apfel. Der riecht ja herrlich. Oh, ich hab ne Idee. Lecker, Zucker, lecker. Da ist sie. Da ist Julies Nummer. Julie, du hast einen Anruf. Was? Na, wer ist es denn? Oma! Ui, da verstecke ich lieber meine Süßigkeiten. Okay, ich bin bereit. Lass uns rangehen. Hi, Oma, wie geht's dir? Julie, schau. Ich habe einen Apfel für dich. Oh, nee, danke, Oma. Ah, ich verstehe. Ich habe noch was Besseres. Eine Orange. Ach, schon okay. Ich bin gar nicht hungrig. Telefon, hilf mir. Julie, bist du noch da? Oh, diese neumodischen Telefone. Verflixt. Ich werde später mit dir reden. Oh Mann, das war ganz schön knapp. Danke, Telefon. Oh, da ist jemand an der Tür. Ich gehe schon. Hä? Oh, Julie, ich bring dir einen Salat. Oh, Oma, ja, vielen Dank. Ja, jetzt kann ich gesund essen. Okay, Telefon, du musst mir sagen, wenn es 7 Uhr ist. Lass mich meinen Englischtest nicht verpassen. Also gut, Zeit zum Loslegen. Ich bin eine Landkriegerin. Diesen Test werde ich mit Bravour bestehen. Oh, die Verben waren gemein zu mir. Es ist 7 Uhr, Zeit für deinen Test, Julie. Im Telefon, du machst zu viel Lärm. Ah, okay, dann lass mich das versuchen. Julie, du musst aufwachen. Alles klar, ich schütze lieber meine Ohren. Julie, wach auf! Steh auf! Du sollst nicht mehr schlafen! Wach auf, Soldatin! Wow, ich bin wirklich ein guter Musiker. Ich sollte eine Band gründen. Danke, danke, ihr seid tolle Fans. Oh, stimmt ja, Julie. Okay, ich muss sie aufwecken, egal wie. Boah, die ist so schwer. Oh, das nützt nichts. Warte, vielleicht, wenn ich an ihren Beinen ziehe. Julie, komm schon! Komm schon, Telefon, du bist stark!
Ach, ich bin so ein Versager. Wow, und ich bin ziemlich müde. Ah. Oh Mensch, hab ich gut geschlafen. Ich fühle mich großartig, sowas von ausgeruht. Warte, wie spät ist es, der Test? Hier ist mein Test, Sir. Ausgezeichnet, gut gemacht, ihr alle. Julie, du kommst zu spät. Schau mal auf die Uhr, der Test ist vorbei. Aber mein Alarm hat nicht geklingelt. Ich habe doch so viel gelernt. Sorry, die Tür geht nicht auf. Wow, sieh dir das an. Ich mag die feinen Dinge des Lebens. Tja, ich bevorzuge Geld, um mich abzukühlen. So ist es besser. Das bringt mich auf eine Idee. Ran an die Arbeit. Ich schneide das Papier in 4 Teile. Jetzt benutze ich die Quadrate als Schablone. Als nächstes falte ich das Quadrat um, bis es wie ein Fächer aussieht. Das gleiche mache ich auch mit dem Rest. Jetzt kann ich kreativ werden. Ich male sie aus. Wir brauchen ein paar Augen. Jetzt setzen wir die Teile zusammen. Ich benutze Kleber, um sie zu verbinden. Als nächstes rolle ich alles ein. Ich brauche einen Griff. Dieser Faden wird hilfreich sein. Ich bringe ihn am Fächer an. Und jetzt zeichne ich ein Accessoire. Ich male es aus und klebe es hier. Wow, jetzt kann ich mich abkühlen. Hallo Fidget-Fans, willkommen zum Wettbewerb. Lasst uns unsere Teilnehmer kennenlernen. Hallo, ich bin echt froh, hier zu sein. Hier ist dein Tablett voll mit Leckereien, Lexi. Und auch eins für dich, Mia. Wow, da gibt es so viele Sachen. Das reicht. Hey, der Typ mit dem schlechten Hemd, komm mal her. Ja? Gib Lexi noch mehr. Das kann ich tun. Viel Glück, Lexi. Wow, da gibt es so viele Dinge zu verwenden. Aber das war meins. Ja und? Das gehört jetzt mir. Du kannst diesen Ballon haben. Viel Spaß. Nur ihn? Oh je. Wow, sieh dir das an. Das ist meine Chance. Das perfekte Verbrechen. Ich brauche noch was anderes. Die sind perfekt. Der ist so matschig. Ich liebe ihn. Das ist genau, was ich brauche. Also dann mal los. Ich hole den Schleim aus dem Behälter. Das fühlt sich komisch an. Jetzt brauche ich den Ballon. Ich gebe den Schleim in den Ballon. Und mache dann einen Knoten. Er ist schön fest. Dann wickle ich das Netz darum. Dieses Gummiband hält ihn in Position. Ich probier's mal. Das macht echt Spaß. Es ist wie ein Fidget-Toy. Fühlt sich toll an. Die Zeit ist um. Mal sehen, wer gewinnt. Psst, komm mal her. Ich bin gleich zurück. Lexi hat gewonnen, verstanden? Ich liebe meinen Job. Was wollte ich sagen? Ach ja, die Gewinnerin ist... Das ist der Teil, in dem er meinen Namen sagt. Warte mal kurz, warum ist mein Bein kalt? Oh nein, das ist echt peinlich. Wo geht sie hin? Das war komisch. Egal. Mia, du hast gewonnen. Ich? Toll! Das ist so aufregend. Ich habe noch nie was gewonnen. Ich möchte Mama und Papa danken und auch Lexi für ihre Kleidung. Das macht wirklich Spaß. Das könnte ich den ganzen Tag tun. Das gibt's doch nicht. Poppet ist vorbei. Was soll das heißen? Fertig, beendet. Etwas Hilfe? Wunderbar. Nein, mach's nicht. Das muss getan werden. Das schmerzt mich mehr, als es den Poppet schmerzt. Vertrau mir. Aber ich darf nicht mit einem Poppet gesehen werden. Ich habe einen Ruf zu wahren. Du Monster. Schau, was du getan hast. Ich werde dich nicht vergessen. Ach komm schon, du machst dich lächerlich. Ich habe eine Idee. Ich kann Lexi ein Spielzeug basteln. Zuerst zeichne ich eine Form auf diesen Schaumstoff. Dann schneide ich sie aus. Dafür brauche ich 2 Schaumstoffstücke.
Ich male Kreise auf ein Stück und schneide sie aus. Das kann ich im Moment beiseite lassen. Ich hole mir noch ein Stück Schaumstoff und schneide dann einige kleine Quadrate aus. Mit einem Bügeleisen weise ich den Schaum auf. Jetzt, wo er weich ist, kann ich ihn um diese Murmel wickeln, sodass eine Vertiefung entsteht. Mit dem Rest werde ich genauso verfahren. Ich stecke die Vertiefungen in den Schaumstoff. Genau so! Ich gebe etwas Klebstoff auf die Rückseite und klebe das zweite Stück darauf. Ich benutze diesen Pfeifenreiniger rund um den Rand des Schaumstoffs. Das sieht ja gut aus. Jetzt brauche ich zwei große gelbe Kreise. Ich zeichne um den oberen Teil des Schaums herum und schneide das Stück aus. Ich habe eine Mondform auf diesen schwarzen Schaum gemalt und klebe sie auf den gelben Schaum. Es ist an der Zeit, sie zusammenzusetzen. Ich füge nur noch einige Details hinzu. Es sieht genau wie ein Emoji aus. Sieh mal, was ich habe. Oh, gib mal her. Das ist echt cool. Ich liebe es. Moment, das muss ich posten. Da, jetzt ist es zurück. Das ist das Beste. Oh, so viele Spielzeuge. Aber die sind alle langweilig. Oh, der da. Der ist schon süß. Nö, ich bin damit durch. Weiter. Igitt. Ich hasse die alle. Hier muss es doch was geben, was Spaß macht. Wahnsinn. Das ist echt krass. Hm, was soll dieses Geräusch? Hey, hier drüben. Hey, hey. Ich? Ach so, gefällt dir das? Ja, ja, ich will es. Komm mal raus. Wow, das ist super. Kann ich es bitte haben? Los, komm mit. Bin so froh, dass wir uns getroffen haben. Ich muss ganz leise sein. Perfekt. Sie ist eine Diebin. Ich hau besser ab. Ist doch nur ein Strohhalm. Keine Sorge. Mach's dir bequem. Netter Ort. Ich brauche noch ein paar Sachen. Die sind hier irgendwo. Ups, das ist ein bisschen unordentlich. Ja, wem erzählst du das? So, was machst du jetzt? Psst, ich versuche mich zu konzentrieren. Hast du keinen Butler oder so, der für dich aufräumt? So, jetzt habe ich alles. Cool. Aha. Büroklammern? Was mache ich eigentlich? Genau, was machst du? Ich brauche noch eine Flasche. Ah, so ist es besser. Ihre Flasche mit reichhaltigem Wasser, Ma'am. Ich habe einen teuren Geschmack. Mach dein Ding. Okay. Ich schneide zunächst Teile der Strohhalme ab. Jetzt mache ich die Büroklammer an dem Strohhalm fest. Dann mache ich eine Kette aus Büroklammern. Da fehlt noch was. Wir brauchen Augen. Ich nehme jetzt die Wasserflaschen und werfe die Strohhalme hinein. Schau sie dir an. Hier, bitte sehr. Die sind echt süß. Sie schwimmen. Ich wollte schon immer Haustiere. Vielen Dank, Mia. Die sind so weich und matschig. Ist das nicht Mia? Hm? Oh, hallo, Lexi. Schau, ich habe Steine. Warum bekommt sie all die tollen Sachen? Hi, willst du spielen? Klar. Komm, setz dich. Danke. Gefallen dir meine Steine? Ja, ich tausche mit dir. Warte mal kurz, reicht das? Ich will kein Geld. Na gut, was habe ich noch? Das ist ja eine hübsche Halskette. Nee. Du verhandelst echt hart. Wie wär's mit Nagellack? Oh, ja, ja. Wahnsinn, ich kann's nicht glauben, dass ich Steine hab. Die sind super. Und richtig schick. Hm. Ich hab eine Idee. Ich kann Stressbälle machen. Zuerst zerquetsche ich die Knetmasse. Das tut gut. Dann rolle ich sie zu einem Ball. Ich will, dass sie schön glatt ist. Sieht gut aus. Zeit für den Nagellack. Ich trage ihn auf die Knetmasse auf. Der hier wird blau sein. Ich bedecke die Kugel vollständig mit dem Nagellack. Ich möchte keinen Punkt verpassen. Jetzt habe ich Stressbälle. Lalalala, gib mir einen Kuss, Mrs. Stone. Was macht sie da? Geben Sie mir die. Spielen Sie stattdessen mit diesem Stein. Diamanten machen mehr Spaß. Na gut, versuchen wir es mal.
Oh ja, das fühlt sich so gut an. Das war eine tolle Idee. Oh, dieser Ring macht keinen Spaß. Mia, darf ich mitspielen? Wahnsinn, danke. Es fühlt sich so matschig an. Ich liebe es. Ich wusste, dass es dir gefällt. Ich bin jetzt so entspannt. Wow, du bist so schlau. Hi, Mister. Rein mit dir. Das ist total super. Ah, cool, ich hab's pünktlich geschafft. Hi, Matthew. Emily. Jetzt ist die Gelegenheit. Warte, was hat sie da? Sie hat das Plüschtier schon? Wie unwahrscheinlich ist das denn? Was schenke ich ihr denn jetzt? Die Kopfhörer? Oh ja. Ich muss nur noch ein paar Dinge erledigen. Sicherheit geht vor. Wird schon schief gehen. Uff, ouch. Ihr habt immer noch am Purzeln. Das war ein harter Ritt. Aber ich habe etwas Wichtiges zu tun. Sauberer Arbeitsplatz, bitte. Was ist besser als ein Geschenk? Ein personalisiertes natürlich. Und das wird garantiert einzigartig. Ich muss nur die weiße Fläche bedecken. Okay, das ist gut. Und jetzt zeichne ich das Bild nach. Gut, dass ich jede Menge Blau habe. Das ist ja auch ihre Lieblingsfarbe. Jetzt zu den Details. Das sieht doch schon gut aus, oder? Die weißen Partien nicht vergessen. Die sind genauso wichtig. Perfekt. Jetzt noch ein paar Details. Und ich bin fast fertig. Total süß. Aber, ha, noch eine Sache. Die richtige Platzierung macht ihn lebendig. Ist das nicht cool? Versuchen wir es nochmal. Hey, das ist für dich. Wie cool. Das passt perfekt zu meinem Kumpel. Wo hast du das denn gefunden? Oh, was? Fast vergessen. Ich habe auch ein Geschenk für dich. Gefällt's dir? Okay, jetzt die Umarmung. Ich find's gut, mit dir Bestie zu sein. Das ist so ein süßes Bild. Ich liebe dieses Glitzer. Das funkelt so schön. Hui! Nochmal! Das Glitzer ist überall. Das macht so Spaß. Was zum... Wow, so viel Glitzer. Das bringt mich auf eine Idee. Hallo? Jemand da drin? Hm, ich glaube, es ist frei. Oh. Ach, komm schon. Ich brauche die Klopapierrolle. Aber der Gestank. Hab sie. Das war ekelhaft. Was ist Kevin bloß? Verhalte dich cool. Bin nur eine Pflanze. Hier gibt's nichts zu sehen. Ja, ich glaube, ich habe alles, was ich brauche. Oh, was machst du da? Siehst du gleich. Wickle Papier um eine leere Klopapierrolle. Als nächstes zeichne auf die Rolle in etwa so. Stecke dann einen halbvollen Ballon rein. Ziehe den Ballon nach unten, sodass er feststeckt. Male mit Filzstift ein Gesicht auf den Ballon. Sei dabei so kreativ, wie du willst. Mit etwas Papier kannst du der Katze noch Tatzen verpassen. Jetzt hast du dein eigenes Squeeze-Toy. Schau! Wow! Komm, wir spielen was zusammen. Oh nein! Kein Klopapier! Tja... Das wird wehtun. Pass auf, meine Zauberkräfte können den Ball bewegen. Wow, wie machst du das? Nimm es. Ich will auch zaubern können. Es bewegt sich nicht. Ich glaube, es ist kaputt. Ich zeig dir meinen Zaubertrick. Probier es damit. So, es bewegt sich. Machst du das? Oh nein, pass auf. Zack. Wow, das war knapp.
Manno, jetzt kann ich nicht mehr spielen. Es ist weg. Schon gut, reg dich nicht auf. Ich bringe das in Ordnung. Schneide ein Papier aus und teile es so ein. Falte es dann zu einem Würfel. Klebe es mit Tesa zusammen. Mach noch einen Würfel und klebe die beiden zusammen. Lege die beiden Würfel aufeinander und klebe an beide Seiten Klebeband als Scharnier. Mach das Ganze noch ein paar Mal und benutze unterschiedliche Farben. Baue aus den Würfeln ein langes Rechteck und klebe sie alle aneinander. Lege die Würfel aufeinander und klebe sie auch hier zusammen. Mach das an allen Seiten. Danach klebe verschiedene Emojis auf die jeweiligen Würfelseiten. Du kannst all deine Lieblings-Emojis nehmen. Jetzt hast du immer eine andere Kombination an Emojis. Check das mal aus. Weiß nicht. Was ist das denn? Das ist eigentlich ganz cool. Das ist toll. Das hast du gemacht? Ja. Wow. Oh. Hä? Was ist das für eine Zauberei? Schau mal, was ich habe. Willst du probieren? Das sind die besten. Ich mag das Blaue. Ich nehme dich. Rein mit dir. Einfach den Deckel zumachen. Das macht am meisten Spaß, sie zu quetschen. Oh, das fühlt sich gut an. Das Zeug kommt in die Wolke rein. Ich quetsche es hinein. Und jetzt warte ich. Mache so lange mein Make-up. Das sollte reichen. Das ist so spannend. Oh, der ist so süß. Und so knuffig. Cuteness Overload. Das könnte ich den ganzen Tag machen. Nam nam! Kannst du ein Foto machen? Lächeln! Lass los, das ist meins! Ups! Eine Ananas? Wo kommt die denn jetzt her? Ich glaube, ich habe eine Idee. Nimm ein Stück Pappe und schneide so eine Form daraus. Nimm ein Glätteeisen und ein kleines Quadrat aus Schaumstoff. Lege das Stück über eine Kreisschablone und drück eine Murmel hinein. Mache eine Mulde in den Schaumstoff. So ist es perfekt. Mache so viele, wie du Löcher in der Pappe hast. Trage nun essbaren Kleber auf der Pappe auf. Rundherum am Rand entlang und zwischen den Löchern. Lege den Schaumstoff darauf und drücke es zusammen. Drehe die Pappe um und lege das andere Stück Schaumstoff darauf. Drücke vorsichtig die Wölbungen durch die Löcher. Schneide aus Schaumstoff einen Rand aus. Wickle diesen um die Pappe. Befestige noch weitere Streifen horizontal darauf. Schneide noch Blätter aus grünem Schaumstoff aus. Ein tropisches Ananas-Puppet. Es funktioniert. Das macht so Spaß. Hier, versuch du's mal. Nicht so schnell. Das ist nicht die Verdächtige. Aber die hier schon eher. Wir haben unsere Verdächtige. Ich meine Ananas. Hallo? Dieser Lollipop ist lecker. Oh, hey du, was ist los? Oh, glänzendes goldenes Essen. Ich muss das probieren. Weg mit dir, Lollipop. Schön leise. Ich weiß zwar nicht, was es ist, aber ich will es. Rein damit. Das ist ekelhaft. Igitt. Oh, das musst du dir anschauen. Ziemlich cool, oder? Die sind total schön klebrig. Versuch's mal. Danke. Du hast da was an den Zähnen. Naja, drück einfach. Oh, du hast recht. So weich. Gefällt mir. Ha? Keins mehr übrig. Ich habe eine Idee. Ich verrat's dir. Oh, okay. Ich verstehe. Hallo, Bedienung. Genau, was wir brauchen. Zuerst nimmst du eine Schüssel voll mit weißen Schokoladentalern und schmilzt sie. Puste einen Luftballon auf und überziehe ihn mit der Schokolade. Das kann ein bisschen klebrig werden. Bedecke den ganzen Ballon. Dann wartest du, bis die Schokolade trocken ist. Hier. Wow. Oh, hörst du das herrliche Knacken? Das ist so gut. Hab ich ja gesagt. Und geht ganz einfach. Ich liebe es. Das war lustig. Tolle Idee. Ich bin auch nie fertig mit der Arbeit. Dafür werde ich echt nicht genug bezahlt. Das ist irgendwie entspannend. Ist das Schokolade? Mmh.
Mir ist langweilig. Ich will das nicht. Ich nehm's gern. Oh, ich weiß. Nein. Das will ich. Oh, das ist so klein. Das war eine gute Wahl. Ich ziehe es auf. Wow, es verwandelt sich. Ein Dinosaurier und ein Auto in einem. Wow, das ist so cool. Nein, das gehört mir. Oh, ich wollte es doch nur anfassen. Wobei, ich glaube, ich habe eine bessere Idee. Schneide einen Kreis aus einer Folie. Mach in die Mitte ein Loch und lege es dann auf ein Papier. Auf dem Papier haben wir schon ein Einhorn gemalt und es in Abschnitte geteilt. Pause das Einhorn nach. Nimm das Papier weg und male das Einhorn an. Nimm das Innenstück von einem Fidget Spinner und befestige es in dem Loch in der Mitte. Drehe daran und die Einhörner bewegen sich. Magst du mein Einhorn? Sieht aus, als ob es rennt. Essie, schau doch mal. Du hast ein Einhorn? So hypnotisierend. Ups, aber jetzt kann ich das Auto haben. Hm, aber was nehme ich bloß? Ich weiß nicht, womit ich spielen soll. Das sieht gut aus. Mit denen habe ich bestimmt Spaß. Das Gel drücke ich auf den Strohhalm. Und jetzt puste ich rein. Es funktioniert. Ich mache einen Ballon. Und drehe ihn vom Strohhalm ab. Und es fühlt sich auch wie ein Ballon an. Jetzt probiere ich blau aus. Mal sehen, ob er platzt. Oh, das fühlt sich gut an. Was ist das? Ich hätte auch gern einen Ballon. Ich habe nur dieses Süßzeug. Bin so neidisch. Warte, ich weiß, wie ich meine eigenen Ballons machen kann. Ja, das ist ganz schön schwer. Was willst du mit der Mikrowelle? Ich mache Ballons. Zuerst muss ich diese Fruchtgummis erhitzen. Anstellen. Das sollte reichen. Den Strohhalm nicht vergessen. Ich dippe den Strohhalm in den geschmolzenen Fruchtgummi. Und dann puste ich. Und das Beste daran, ich kann die Ballons essen. Lecker. Wow, voll die gute Idee. Ich will das auch probieren. Ugh, das schmeckt ja gar nicht. Yo, zieh dir das mal rein. Hey, ist das Ellie? Woher hat sie nur dieses Outfit aus Poppets? Gefällt's euch? Es ist ein Unikat. Bleib dran, um mehr darüber zu erfahren, was du damit machen kannst. Ja, so langsam wird's was. Und fertig. Oh, ich habe aber so eine Sauerei gemacht. Wo kann ich das Ding abstellen? Hier nicht. Hier wird's erst einmal gehen. Hoffe, das geht wieder ab. Oh, wunderschöne Arbeit. So tolle Details. Aber vielleicht braucht es mehr Farbe. Ja, genau so. Hast du dich gerade auf den Stuhl gesetzt? Dafür ist er da, Dummerchen. Oh nein, was macht das denn da? Dieser Rock ist neu. Ich hätte sie warnen sollen. Und jetzt brauche ich eine neue Palette. Warte, schau dir das an. Das könnte durchaus funktionieren. Problem gelöst. Das ist beeindruckend, Matt. Mein Poppet. So bleibt alles sauber, siehst du? Und fertig. Ich muss mich beeilen, wenn ich es noch ins Kino schaffen will. Diese Seife riecht wirklich gut. Aber sie ist so schlüpfrig. Komm schon. Schau dir das Ding an. Das Regal. Mein Fehler. Wo will sie hin? Ist das Seife? Was war das? Oh. Ah. Was um alles in der Welt? Kommt ihr aus dem Badezimmer? Was ist dein Problem, Ellie? Mein Fehler. Vielen Dank. Warte,
Ich weiß, wie man es besser machen kann. Danke! Hey! Vertrau mir! Drücke zuerst alle Kreise nach unten. Sobald das erledigt ist, schmelze die Seife, bis sie flüssig ist. Gieße sie dann auf das Poppet. Fülle alles aus. Und nach etwa einer Stunde wird sie ausgehärtet sein. Jetzt kann ich sie besser festhalten. Cool, oder? Matt, fang! Was hast du gemacht? Ich habe der Seife Griff gegeben. Sie rutscht jetzt nicht mehr aus den Händen. Lass mich mal anfassen. Ha, das gefällt mir. Ah, das Wichtigste zuerst. Wie konnte das nur so dreckig werden? Und die Hälfte der Knöpfe sind abgenutzt. Ah, ich kann das Ding nicht mehr benutzen. Ah. Doktor! Hast du wieder eins abgenutzt? Schuldig im Sinne der Anklage. Warum benutzt du das nicht? Mach die Dinge interessanter. Das sieht so gruselig aus. Sie müssen mir helfen. Ich habe etwas für dich. Willst du die knallen lassen? Das haben wir zu meiner Zeit benutzt. Du wirst es lieben. Leg sie so hin und nimm deine Lieblingsfarben, um die Punkte farblich zu kodieren. Sieht nach Spaß aus, oder? Ich bin gespannt. Ich kann es ja mal versuchen. Lass es krachen. Das fühlt sich toll an. Das war ein fließender Übergang. Klingt ein bisschen müde. Und wieder beißt eins ins Gras. Danke, Doktor. Muss bleiben. Ah, es ist endlich Pause. Ich könnte wirklich einen Muntermacher vertragen. Ha, so witzig. Du musst dieses Video sehen. Ja, der Typ ist ziemlich schräg. Ha, oh nein. Oh, gekauter Kaugummi macht mich übel. Oh, ich nehme den weg. Wie bekomme ich den jetzt ab? Schlechte Idee. Mein Poppet, der ist perfekt. Ich muss aber erst noch ein paar Dinge erledigen. Schneide das Herz aus. Öffne das Heft. Und trage Heißkleber entlang der Innenseite des Covers auf. Geh die komplette Kante lang. Perfekt. Klebe nun das hübsche Papier drauf. Jetzt das Heft zumachen. Jetzt kommt der letzte Schritt. Achte darauf, viel Kleber aufs Herz zu machen. Dann klebt das Poppet oben drauf. Yay! Matt, dein neues Notizbuch ist fertig. Ich poppe es einfach. Das macht wirklich Spaß. Danke! Es ist offiziell Snackzeit. Aber wo ist das ganze Futter? Ist hier was drin? Da ist eine Menge nichts. Bingo, das ist es, wonach ich suche. Und das ist alles für mich. Hä? Wer hat einfach die Verpackung da reingesteckt? Mist. Hier sieht es schlimm aus. Nichts ist da, wo es sein soll. Bist du allergisch dagegen, Dinge wegzuräumen? Oh, keine Süßigkeiten mehr, hä? Huh? Ich werde dich in ein kleines Geheimnis einweihen. Kannst du mir folgen? Leg dein Poppet hin. Dann gib Zucker in die Löcher. Zeit für ein bisschen Lebensmittelfarbe. Sieht hübsch aus, oder? Mach weiter. Nächste Farbe bitte. Du kannst für jede Reihe eine neue Farbe benutzen. Dann bist du fast fertig. Erhitze es und dann friere es ein. Jetzt sind alle fest. Selbstgemachte Bonbons. Siehst du? Warte. Sie rauszuholen ist der spaßigste Teil. Probier einen. Danke. So süß. Und Lust ausputzen?
Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Ich bin dir wirklich was schuldig. Ja, schneller, los! Wie bitte? Ist das ein Telefon? Nicht in meinem Klassenzimmer. Er passt nicht mal auf. Hey, ich weiß, keine Handys. Ich war auch dabei, das Spiel zu gewinnen. Das ist nicht so spaßig. Als ob ich jetzt lernen kann. Warte! Yes! Schnipp, schnapp! Yes! Wo kommt das denn her? Fast! Tada! Jetzt erwisch mich mal, Lehrer! Das kann nicht dir ernst sein! Es ist nur ein Poppet! Die sind erlaubt! Das wollen wir mal sehen. Ich wollte die schon immer mal ausprobieren. So beruhigend. Du bist in Ordnung, Kind. Ich werde sowas von gewinnen. Ich mag keine Ameisen. Was ist das denn? Ach, der Wecker. Es ist wohl Zeit zum Aufstehen. Wo ist denn mein Telefon? Okay, erstmal den Alarm abschalten. Was zur Hölle? Mann, wo ist denn mein Handy schon wieder? Da ist es unter meiner Decke. Aufwachen ist hart. Mein Telefon ist schon wieder verschwunden. Was zur Hölle? Wie ist denn das in meine Haare gekommen? Jeden Morgen suche ich mein Telefon. Wie bringe ich es bloß dazu, hier zu bleiben? Ich krieg das bestimmt hin. Zeit, meinen 3D-Stift hervorzuholen. Okay, ich fange einfach mit diesen Linien hier an. Und jetzt hin und her. So, ich habe ein Gitter gemacht. Sieht fast aus wie eine Waffel. Und jetzt eine andere Farbe. Hier kommt das gleiche Muster, nur kleiner. Okay, das ist auch fertig. Wieder eine andere Farbe. Die sind sogar noch kleiner. Jetzt verbinde ich sie noch. Das sind alle Teile. Alles klar, bereit zum Testen. Es hängt an meinem Bett und das Telefon gleitet einfach rein. Oh, es ist ein neuer Tag. Und mein Telefon ist genau hier. Ihr solltet euch auf die Prüfung vorbereitet haben. Solange ich meine Bücher habe, wird alles gut. Hast du diese Limo schon mal probiert? Die ist echt gut. Ich glaube, ich bin soweit. Ich bin alles durchgegangen. Ich muss nur ruhig bleiben. Einen klaren Kopf behalten. Und die Eins gehört mir. Ich brauche definitiv mehr Limo. Okay, klasse. Das ist der Test. Jetzt ist es soweit. Eure Zeit beginnt jetzt. Dann mal los. Gut, dass wir die Bücher benutzen dürfen. So ist es einfacher. Wo steht es? Ich weiß, dass es hier irgendwo steht. Jetzt wird aufgespielt. Auf geht's. Das wird ein Kinderspiel. Es gibt keinen Grund, sich zu stressen. Die Zeit läuft. Ich kann's nicht finden. Das ist einfach. Was jetzt? Wird's hier drin wärmer? Das läuft nicht gut. Ich dachte, du hast dich vorbereitet. Ich versuche mich zu konzentrieren. Du musst dich beeilen. Die Zeit verrinnt. Das Ende ist nah. Kommt langsam zum Ende. Ich werde auf jeden Fall bestehen. Au! Hey, was soll das? Du hättest mich mit dem Buch fast erschlagen. Das tat weh. Warte mal. Ich weiß, was zu tun ist. Das wird Mickey stoppen, mich mit ihren Büchern zu schlagen. Ich lege ein paar bunte Trinkhalme auf hitzebeständiges Papier. Dann fahre ich mit dem Bügeleisen darüber. So schmelzen die Trinkhalme. Aber sie verbrennen nicht gleich. Jetzt mache ich ein Loch in ein Ende und schiebe da die Schnur durch. Mit einem Knoten fixiere ich sie. Das müsste Mickey helfen. Hey! Was? Wow, das ist perfekt! So finde ich die Antworten viel leichter. Genau, was ich gebraucht habe. Das war's. Die Zeit ist um. Gebt eure Arbeiten ab. Ich hab's geschafft. Yes, ich bin erleichtert. Woohoo! Ja, ich bin's wirklich. Ihr könnt euch auf was freuen. Rara, go Team!
Woo! Oh, danke. Ihr seid so nett. Ich habe immer Zeit für meine Fans. Aber denkt dran, ich akzeptiere nur Geld oder Gold. Jetzt geht wieder. Ein Cheerleader zu sein ist harte Arbeit. Und so gut auszusehen ist, naja, für mich ganz natürlich. Ich werde nur ein bisschen nachbessern. Hi, Stacy. Bekomme ich ein Autogramm? Ich bin dein größter Fan. Schreibst du bitte für meine beste Freundin Mickey? Du hast da was im Haar. Wie ist das da reingekommen? Ach, herrje, wie peinlich. Stacy, das tut mir voll leid. Warte mal, ich habe eine Idee. Ich lege die Bleistiftspäne in diese Herzform. Ich lege noch ein paar mehr dazu. Dann gieße ich klaren Epoxidharz drüber. Jetzt warte ich, bis er fest wird. Dann hole ich es aus der Form. Da kommt jetzt ein Ohrringhaken ran. Und ich habe individuellen Schmuck. Wow, sieht total hübsch aus. Stacy, warte mal. Ich habe da was für dich. Ohrringe für mich? Wow, die gefallen mir. Sie passen zu deinen Augen. Hast du mal an ein Makeover gedacht? Hä? Was ist los? Ich fühle mich so lebendig. Und mir ist schwindelig. Komm, lass uns abhängen. Warte mal. Das ist besser. Wow, alles ist so unscharf. Autsch. Ups, meine Schuld. Na los, ich helfe dir auf. Mal sehen. Ja, das gefällt mir. Das will ich. Das ging aber schnell. Das ist so aufregend. Ich will's sehen. Hey, das habe ich nicht bestellt. Soll das ein Scherz sein? Ui, das sieht furchtbar aus. Naja, ich brauche eine neue Handyhülle. Aber die ist schrecklich. Ich hab's. Ihr entwerft mir eine Handyhülle. Könnte schwierig werden. Ich habe eine tolle Idee. Dafür brauche ich meinen Schuh. Olivia, alles klar? Der stinkt voll übel. So schlimm nun auch wieder nicht. Ich habe sie letzte Woche gewaschen. Oh, der riecht wie verfaulter Käse. Ich muss anfangen. Ich brauche einen Stift. Nee, den will ich nicht. Hab ihn. Los geht's. Ich klebe die Handyhülle an meine Schuhsohle. Die muss perfekt sitzen. Ich schneide noch ein Loch für die Kamera aus. Jetzt stecke ich das Handy in die Hülle. Ist total nützlich. Was sagst du dazu? Aha. Ups, Moment. Voll peinlich. Aha, so ist's besser. Ich muss telefonieren. Hallo? Ist das ein Klebestift? Den brauche ich nicht. Warte, was ist das? Danach habe ich gesucht. Wo ist die Handyhülle? Da ist sie. Der Modellierton kommt an diese Ecke. Ich brauche noch mehr davon. Den streiche ich glatt. Diese niedlichen Magneten kommen hier hin. Das wird lustig aussehen. Wow, gefällt mir. So schön bunt. Das habe ich toll gemacht. Schau es dir an. Ziemlich cool, was? Zum Abendessen bin ich zu Hause, Mama. Ich muss los. Lasst mich mal sehen. Die gefällt dir, stimmt's? Ist okay, Olivia. Ich weiß, die ist fantastisch. Dein Ernst? Ich liebe diese Schuhe. Schau mal, wir sind Schuhkumpels. Die sind so bequem. Das ist ja so cool. Moment mal, was ist hier los? Das ist unfair. Ich liebe sie, Miles. Das ist sehr einfach. Miles gewinnt. Du bist ein Visionär. Yes, ich wusste es. Was? Echt jetzt? Unfassbar. Mama, ich habe gewonnen. Ja, wirklich. Bei der Prüfung wird nicht geschummelt. Was ist das? Wie ist das denn da hingekommen? Ich war überzeugt, das würde klappen. Okay, Stacy, du bist die Nächste. Ich brauche noch eine Minute. Die Lehrerin darf mein Handy nicht finden. Aber wie kriege ich es ins Klassenzimmer? Oh, Grace, du schummelst nicht, oder? Ich? Nein, niemals. Warte, ich habe eine Idee. Dafür brauche ich nur Grace Latschen. Hab sie, das perfekte Verbrechen. Und nun muss ich ein paar Anpassungen vornehmen. Ein Schnitt hier und hier noch einer. Das sollte gehen. Und nun kann ich mein Handy in die Sohle schieben und niemand wird's merken. Rein mit dir, Grace. Ich hoffe, das klappt. Ganz normal verhalten. Scheint alles in Ordnung zu sein. Ich finde keinerlei Hinweise auf Betrug. Ich bin überrascht. Ich dachte, Stacy würde schummeln. Naja. Okay, heute mache ich die Dinge ein bisschen anders. Legt eure Bücher weg, die sind langweilig. Stattdessen schreiben wir einen Überraschungstest in Chemie. Ziemlich cool, was? Der wird euch gefallen. Nein, wird er nicht.
Was soll das? Ihr verderbt mir immer den Spaß. Wen kümmert's? Ich hab das Sagen. Hier ist der Test. Das ist merkwürdig. Gönnen wir ihr den Spaß. Und denkt dran, nicht schummeln. Das ist mein Ernst. Wir fallen sowieso durch. Was ändert das schon? Bringen wir's hinter uns. Ich behalte euch im Auge. Wie ein Adler. Wie ein Adler. Das ist voll schlimm. Schau dir die Fragen an. Hey, was machst du da? Das gefällt mir gar nicht. Lass mich das sehen. Ich sagte nicht schummeln. Ja, ja, schon klar. Das nehme ich mit, wo ich es sehen kann. Okay, jetzt kriege ich Panik. Ich muss schnell machen. Das ist eine grausame, grausame Welt. Wow, diese Lampe ist wirklich hübsch. Oh, jetzt ist sie aus. Hey, Emily, ist das ein Handy? Gib das her. Ich bin enttäuscht von dir. Du bekommst es nach dem Unterricht wieder. Ihr Kinder und die Handys, ich verstehe es nicht. Oh, ich hatte fast alle Antworten. Und was mache ich jetzt? Ich muss nachdenken. Moment, vielleicht hilft mir der Radierer. Ich habe eine tolle Idee. Vielleicht schaffe ich es ja doch noch. Frau Lehrerin, ich muss mal auf Toilette, bitte. Okay, aber nicht zu weit, ja? Okay. Dann mache ich mich an die Arbeit. Ich brauche nur einen Radierer und den Cutter. Damit schneide ich ihn durch. Dann klebe ich einen Streifen Papier über beide Teile. Und schreibe da die Lösungen drauf. Ich muss klein schreiben, damit alles drauf passt. Dann klappe ich den Radierer um. Und nun zurück ins Klassenzimmer. Versuchen wir es nochmal. Bleib ganz cool. Wie kannst du nur so cool bleiben? Schau dir das an. Ich habe all die Lösungen. Und die Lehrerin wird nichts vermuten. Muss ich Tomatensaft kaufen? Ja. Wow, das ist großartig. Emily, was machst du da? Schummelst du etwa? Was? Nein, da würde ich nicht im Traum drauf kommen. Das ist nur mein Radierer. Sehen Sie? Kein Spicker. Und ich kann nur sagen, toller Test. Ich glaube, sie hat's mir abgekauft. Ist ein toller Test. Danke. Und ich bin fertig. Ich bekomme definitiv eine 1. Und ich bekomme den Radierer. Komm zu mir, mein Schatz. Du gehörst mir allein. Was zur... Hat der ein Schloss oder so? Ich bin gerade echt verwirrt. Ich geb's auf. Sie hält sich für besonders schlau mit dem Radierer. Viel Glück. Ich bin dann mal weg. Oh, schon morgen. Nur noch 5 Minuten. Ich hatte den besten Traum. Hä? Wie spät ist es? Oh nein, ich komme zu spät zur Schule. Ich muss mich beeilen. Komm schon, hier muss doch was zum Anziehen sein. Oh, das wird gehen. Ich kann es noch zum Bus schaffen. Warte! Nein, halt an! Warte doch auf mich! Oh, wie nervig. Ich habe keine Zeit für sowas. Ich bin so unfit. Aber wenigstens etwas Cardio. Hä? Matthew? Oh Gott, sorry. Na, das ist doch schon besser. Hat das Teil auch Bremsen? Den Rest des Weges kann ich laufen. Nein, ich kann es nicht glauben. Oh mein Gott. Ich bin so froh, flache Schuhe gewählt zu haben. Bis später, Miezekatze. Ich hab's geschafft. Sorry, hab verschlafen. Geht's dir gut? Du schwitzt. Ganz schön doll. Das ist mal wieder so ein Morgen. Ich musste zur Schule rennen. Es gibt einen Grund, warum ich nicht trainiere. Was riecht denn hier so? Oh, ich glaube, ich muss gleich kotzen. Oh nein, das sieht nicht gut aus. Oh Gott, wie peinlich. Schlimm, ja. Aber es ist okay, ich kann dir helfen. Du brauchst nur Damenbinden. Gib mir dein Oberteil. Na los, zieh's aus. Vertrau mir, das wird helfen. Okay, aber Matthew schaut nicht her, oder? Danke, dauert nicht lange. Zuerst muss ich das Top umdrehen. Und dann entferne ich die Schutzfolie der Binde und klebe sie auf das Shirt. Ich platziere die Einlagen dort, wo Schweißflecken zu erwarten sind. Und eine kommt noch hier hin. Hier hast du es. Was? Wie kann das sein? Wow, voll der Unterschied. Genau, was ich brauche. Danke. Wow, hier riecht so frisch. Es gibt keinen Gestank mehr. Hey, Stacy. Vielleicht ist es heute doch nicht so schlimm. Ich bin früh dran. Ich höre noch Musik, bevor die Lehrerin kommt. Ich schnapp mir meine Kopfhörer. Ah, da sind sie ja. Das entspannt mich vor dem Unterricht. Was? Das ist ja seltsam. Meine Kopfhörer sind zu Schokolade geworden? Was geht hier vor? Warte mal. Ich glaube, ich weiß, was passiert ist. Wow, das ist so schön. Ich bin die Schokofee und ich verbreite gerne Schokoglück. Das ist lecker. Was ist das? Ich werde mir etwas Spaß gönnen. Jeder mag doch Schokolade, oder? Ja, sie hat recht. Ich liebe Schokolade. Die werde ich nun genießen. Moment. Vielleicht war es gar nicht die Schokofee.
Was ist das? Sieht gut aus. Hey, nein, Finger weg, die gehören mir. Nie bekomme ich die schönen Sachen. Stacy ist so gemein. Wer ruft mich an? Oh, es ist Jake, meine Liebe. Er ist so süß. Hi, mein Schatz. Der werde ich's zeigen. Ich habe eine tolle Idee. Ganz genau, Rover. Erledige dein Geschäft. Was für ein großes Häufchen. Du bist ein guter Hund. Ich brauche nur noch eine Sache. Aha, das wird gehen. Der ist sogar noch frisch. Das ist perfekt. Ich will's aber nicht anfassen. Das wäre eklig. Zum Glück bin ich immer vorbereitet. Damit wird's gehen. Ich fülle die Spritze mit dem Puppi. Ich habe dann noch Schokolade für einen Snack. Streiche spielen macht hungrig. Das sollte reichen. Und nun fülle ich den Behälter auf. Dann noch die andere Seite. Und nun warte ich, bis sie hart geworden ist. Ich glaube, es ist schon soweit. Das sieht super aus. Ich tue sie lieber zurück. Das wird Stacy lehren, ihre Sachen auch mit mir zu teilen. Bye, bis später. Er ist der Beste. Bleib cool, sie vermutet nichts. Ich muss nun zur Schule. Ich packe nur noch schnell meine Tasche und dann los. Darf meine Kopfhörer nicht vergessen. Richtig, das solltest du nicht. Das darf nicht sein. Nein! Wie bekomme ich denn mein Handy rein? Ich hab's. Ich brauche nur etwas doppelseitiges Klebeband. Fertig. Zielen. Und kleben. Wow. Probieren wir das nochmal. Bleib einfach genau da stehen. Ich war's nicht. Oh, Allergien. Was ist mit dem Typen los? Komm schon. Bleib kleben. Hä? Ich dachte, ich hätte was gespürt. Was gibt's? Du sprichst mit mir? Ich glaube, ich habe eine Freundin. Sie sehen gut aus, Miss Smith. Oh, du bist ja lieb. Viel Erfolg heute. Hi, Miss Smith. Hallo, Annie. Mal sehen, was du versteckst. So weit, so gut. Ich konnte nichts entdecken. Ich bin sauber, ich schwöre. Na, wenn du das sagst. Das lief ja wie am Schnürchen. Vielen Dank für die Hilfe, Bro. Hey, sieh mal, was ich habe. Hast du Lust auf ein Experiment? Tina, 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 das ist keine Batterie. Das ist eine Batterie. Stecken wir sie zusammen. Vorsichtig. Wow! Was ist hier passiert? Wir haben für einen Stromausfall gesorgt, glaube ich. Ich benutze mal mein Handylicht, um was zu sehen. Können wir das wieder reparieren? Dein Licht geht langsam aus. Oh nein, mein Akku ist leer. Typisch. Aber schon okay, ich habe mein Ladekabel. Kein Grund zur Sorge. Ach ja, wir haben ja keinen Strom. Vielleicht klappt das ja. Im Ernst, Tina? Viel Glück dabei. Oh, was ist das? Limo und Süßigkeiten. Meine Lieblingskombi. Oh, gib das her. Hey, Tina, das ist meins. Ah, schon kapiert. Du brauchst das hier, oder? Trägst du immer eine Wassermelone mit dir rum? Achtung, aus dem Weg. Ich bin ein Profi. Au. Ein Profi, hä? Gib deinen schwarzen Gürtel besser wieder zurück. Lass mich mal. Mit einem Löffel entferne ich das Fruchtfleisch. Das ist viel sicherer. Okay, sieht gut aus. Und nun gieße ich die Limo hinein. Und füge Mentos hinzu. Schau mal, wie das blubbert. Probieren wir es aus. Vorsichtig, wir wollen keinen Funken riskieren. Oh, leider funktioniert das nicht. Wir haben ja auch das Wichtigste vergessen. Ich stecke den Stecker wieder rein. Daran hätte ich früher denken können. Wir haben wieder Strom. Ja, das hast du mir zu verdanken. Das reicht jetzt mit dem Karate-Moves. Oh nein, mein nagelneues Telefon. Das war ein Versehen. Und jetzt? Wow, wer ist dieser Typ? Eine Art Telefongenie?
Was denkst du, was er will? Ich... Wow! Wir haben ein Telefon, Ginny! Wow! All meine Klamotten sind hässlich! Was ist damit? Ugh. Warum kaufe ich auch sowas? Gah. Und jetzt? Warte mal, mein Telefon. Ich wette, der Genie kann mir helfen. Probier das mal an. Oh, nicht ganz, was ich wollte. So wählerisch. Das sollte passen. Ja, Gold ist nicht ganz meine Farbe. Schon verstanden. Das wird es sein. Yep, das sieht schon besser aus. Ich bin begeistert. Oh, Süßigkeiten-Koma, hm, Bro? Warte mal. Kannst du meinen Bruder auch neu einkleiden? Das wäre der perfekte Streich. Schauen wir mal. Das sollte gehen. Oh, eine schlafende Prinzessin. Ich bräuchte was zur Fortbewegung. Irgendwas? Oh, das ist perfekt. Das Teil ist nagelneu. Aber eine Sache fehlt noch. Nice. Wie wär's jetzt mit einem neuen Fahrrad? Wow. Und jetzt etwas wirklich Beeindruckendes. Schau dir das Teil an. Wie wär's mit einem Model? Daran könnte ich mich gewöhnen. Warum nur einer, wenn du 10 haben kannst? Ich frag mich, wie viel Zeug hier reinpasst. Ich liebe Shopping. Du auch? Hier wird's ein bisschen eng. Ich hab's mal wieder übertrieben. Ich muss zum Unterricht. Sorry, bin zu spät. Wow, schau dir diese Kurven an. Das ist mal was anderes. Oh, Olivia! Hey, Olivia. Ich konzentriere mich auf all meine Hobbys. Und ich werde in allem ein Profi. Siehst du nicht, dass ich lerne? Aus den Augen, aus dem Sinn. Das ist nicht nett, Schwesterlein. Ich brauche Ruhe und Frieden. Der Genie. Ich wette, er kann mir helfen. Du hast mich gerufen? Stellst du ihn auf stumm? Kein Problem. Ich kann mich selbst wieder denken hören. Was er nicht weiß, macht ihn nicht heiß. Olivia? Olivia! Olivia! Mein Date! Komm rein! Für mich? Du siehst umwerfend aus. Sie hat ihr Telefon liegen gelassen. Sie hat keine Ahnung. Dann hab ich jetzt ein bisschen Spaß. Mach seine Klappe zu. Nö. Sie ist jetzt mit einem anderen Typen zusammen. Ah, du bist so lieb zu mir. Weil ich dich so süß finde. Machst du es jetzt? Nice. Stummschalten hat begonnen. Warte, redet er noch mit mir? Was? Na egal. Das ist fantastisch. Warum kann ich meinen Freund nicht mehr hören? Wie peinlich. Ah, das ist Folter. Cool, oder? Dann komm. Bye. Was machen wir hier draußen? Sorry, du hast mir Angst gemacht. Ich habe Höhenangst. Ich kann nicht hinsehen. Und jetzt wünschte ich, ich wäre wieder in der Luft. Hörst du das? Komisch. Es gibt doch nichts Schöneres als einen Samstagabend. Nur ich und mein Spiel. Bei dem ich übrigens auch gewinne.
Ich sollte heute Abend etwas posten. Hä? Olivia! Bekomme ich einen neuen Filter? Oh, der ist nicht gut. Nächster? Da hast du. Ich sehe schrecklich aus. Manu, okay. Wow! Ich sehe aus wie meine Mutter. Spielst du immer noch? Gib mir die. Hm. Du hast keine Zeit dafür. Du bist voll gemein, Mama. Bist du ein Schatz und putzt meine Schuhe? Na los, mach schon. Siehst du, ist doch gar nicht so schwer. Aber wir sind noch nicht fertig. Siehst du die Unordnung? Räum das auf. Warum ist Mama heute so streng? Das sind nicht mal meine Klamotten. Voll unfair. Gut gemacht, mein Schatz. Wow, das ist echt peinlich. Was macht ihr da? Hey, ich will nicht urteilen. Mamas Unterwäsche? Es wird immer schlimmer. Mutter sein ist echt anstrengend. Was glaubst du, was du da tust? Oh, Manu. Es wird Zeit, dass du dich an der Miete beteiligst. Mal sehen, was du da drin hast. Diese Locken kämmen sich nicht von selbst. Aber sei vorsichtig, okay, Schatz? Mama zwingt mich nie zu solchen Sachen. Ist das Olivias Handy? Ich wusste es. Sie hält sich für so clever, was? Aber zwei können dieses Spiel spielen. Was geht, Genie? Kannst du mir helfen? Wenn du mir nicht hilfst, wird das Telefon nass. Alles aber nicht das. So. War das denn so schwer? Hier, Liebes. Was für ein schöner Abend, oder, Schatz? Und es sind nur wir beide. Oh nein, Streich abbrechen, abbrechen. Das wird langsam echt unangenehm. Nein, das reicht. Erwischt. Rate mal, wer in den Urlaub fährt. Ich? Wo fahre ich hin? Du fährst nirgendwo hin. Das war voll gemein. Zeit für Rache. Ich werde dich auf die Reise deines Lebens schicken. Wirklich? Ich bin in London? Cheerio! Wohin jetzt? Frankreich? Bring mir Brot und Käse. Sag oui. Wuhu! Wohin jetzt? Ägypten, Baby! Mann, ist das heiß hier. Wow! Ich will! Ich nicht! Was sollen diese Tanzschritte? Ich kann das auch. Vielleicht auch nicht. Was ist los mit dem Ding? Ich glaube, mein Akku ist gleich leer. Phew. Schaut euch diese Aussicht an, Leute. Welche Erleichterung. Ich kann das erklären. Ich mache das nur für Insta. Warte, ich rette dich, Genie. Der Strom kommt. Sachte mit dem Ding. Hier. Viel besser. Welcher dieser DIYs ist dein Favorit? Schreib's uns in die Kommentare. Und denk dran, das Video zu teilen und den Kanal zu abonnieren für weitere tolle Videos wie dieses. Fülle eine Spritze mit Glitzer und Epoxidharz auf. Gebe die Füllung in eine Schmetterlingsform. Lass das Epoxidharz trocknen. Dann entfernst du die Form.
Befestige eine Kette mit Haken an den Flügeln. Das sind wundervolle Ohrringe. Wow, die sehen echt gut aus. Ohrringe müssen nicht immer teuer sein. Hi, David. Gefällt dir etwas? Die Auswahl ist echt riesig. Die gefällt mir. Wow, das ist alles so schön. Aber ich kann mir nichts kaufen. Ich gehe wieder. Bye. Sollte ich meinen eigenen Schmuck machen? Ich habe alles dafür, was man braucht. Mal sehen. Oh, das könnte nützlich sein. Ich fädele die Perlen einfach auf. Das ist gar nicht so einfach. Komm schon. Na los. Geschafft. Das wird nun verknotet. Oh. Und nochmal von vorn. Damit bin ich zufrieden. Etwas zu klein. Ich ziehe es einfach über meine Hand. Okay, so geht das nicht. Ich muss es ausleiern. Nein, nicht schon wieder. Das ist so nervig. Mir reicht's. Blödes Armband. Ich will doch nur was Schönes zum Anziehen haben. Hä? Wo kamen denn die Zitronen her? Wow, na sieh mal einer an, das sind so viele. Das bringt mich auf eine Idee. Wenn du Früchte und Schmuck magst, wirst du das lieben. Schneide eine Zitrone, pass dabei auf deine Finger auf. Lege die Zitronenscheiben auf ein Backblech und stelle sie in den warmen Ofen. Backe die Zitronen, bis sie ausgetrocknet sind. Etwa so, die sind nicht zum Essen. Fülle einen Behälter mit flüssigem Glas. Mit einem Holzstäbchen dippst du die Zitrone im flüssigen Glas. Achte darauf, dass die Zitrone komplett bedeckt ist und lass den Rest abtropfen. Mache mit dem Holzstäbchen ein Loch und befestige einen Ohrringhänger daran. Dasselbe machst du mit den anderen Scheibchen. Wow, die sehen toll aus. Mutter Natur wäre stolz auf mich. So, jetzt werde ich etwas Geld verdienen. Mein Laden ist eröffnet. Was meinst du? Die sind toll. Ich nehme ein paar. Hier, für dich. Hey, hi Ava. Ich liebe deine Ohrringe. Tauschen wir? Klar. Die sind für dich. Wow, die wollte ich unbedingt haben. Die sind so süß. Ich sollte in einer Shampoo-Werbung sein. Das war eine tolle Abkühlung. Und ich habe eine Muschel gefunden. Oh, ich hab's. Das ist das perfekte Geschenk. Diese Muschel verwandle ich in etwas Besonderes. Zuerst malst du die Muschel blau an. Achte darauf, keine Stelle zu übersehen. Lass die Farbe trocknen. Im nächsten Schritt brauchen wir goldene Farbe. Bemale den Rand der Muschel mit der goldenen Farbe. Etwa so. Nimm etwas Draht und verbiege ihn mit einer Zange. Das Ziel ist, eine Schmucköse zu machen. Mach ein Loch in die Muschel und stecke den Draht hindurch. Verschönere den Draht mit einer Perle. Dann nimmst du die Zange und biegst den Draht zurück. Die Perle soll dabei nicht herunterfallen. Nimm noch ein Stück Draht und wickle es um die Muschel herum. Das machst du mehrmals, damit es am Ende so aussieht. Wenn du fertig damit bist, drückst du den Draht in die Rückseite der Muschel. Dann fügst du eine Kette hinzu. So trägst du immer ein Stück mehr mit dir herum. Hey, darf ich hier sitzen? Wie geht's dir? Hey. Oh, hi. Du bist mir ins Auge gefallen und ich wollte dir das geben. Echt? Für mich? Das wird dir stehen. Hoffentlich gefällt es dir. Die ist wunderschön. Vielleicht könnten wir ja mal miteinander abhängen. Etwas essen gehen oder so? Ja, voll gerne. Ich kann's kaum erwarten. Hä? Ist das meine Kette? Woher hast du diese Kette? Ich muss weg. Männer. Oh. Ups, ich muss hier lang. Oh, das sieht putzig aus.
Was sollte das? Hey, mach ein Foto von mir. Oh, okay. Yeah, lass mich für dich posen. Okay, sieht soweit gut aus. Ich bin ein Naturtalent vor der Kamera. Ups! Nein! Das war knapp. Hey, meine Kette hat mich auf eine Idee gebracht. Schützt eure Handys mit diesem praktischen Trick. Ihr braucht ein langes Stück Faden. Und eine dekorative Perle. Diese Perle fädelst du auf. Und fügst eine andere Perle hinzu. Wechsel die Farben ab und fülle den Faden auf. Ist dies erledigt, mach einen Knoten und bewundere dein neues Armband. Schneide den überschüssigen Faden nicht ab. Wir müssen noch einen kleinen Knoten machen, der eine Schlaufe in den Faden macht. Lege das Armband kurz weg. Nun brauchst du deine Handyhülle. Ziehe den Faden des Armbands durch die Öffnung an der Handyhülle. Und ziehe das Armband anschließend durch die Schlaufe. Fest zuziehen. Stecke dein Handy in die Handyhülle. Süß, modern und praktisch. Echt clever, hä? Huh? Ich trage das Armband am Handgelenk und mein Handy kann nicht runterfallen. Wow, kannst du jetzt ein Foto von mir machen? Klar, oh ja, genau so bleiben. Das ist ein tolles Foto. Das ist so schön. Kaum zu glauben, dass es schon 2 Wochen her ist. Wir haben so viele Erinnerungen geschaffen. Da kommen mir die Tränen. Oh, hi, David. Ich brauche eine Erfrischung. Draußen ist es so heiß. Ich habe etwas für dich. Was ist das? So eine Art Jahrestagsgeschenk? Ich wollte dir nur eine kleine Freude machen. Oh, danke. Halt mal kurz, okay? Okay. Wow. Es ist nicht viel, aber ich hoffe, es gefällt dir. Das ist toll. Sowas wollte ich schon immer haben. Also, hast du nicht etwas vergessen? Hä? Was denn? Ich kapier's nicht. Ich habe dir ein Geschenk gegeben, also... Ach so, schon verstanden. Aber ich habe leider kein Geschenk für Betty. Natürlich habe ich auch etwas für dich. Schließ deine Augen. Ich liebe Überraschungen. Was mache ich denn jetzt? Oh, ich hab's. Brauchst du schnell ein Geschenk? Verlass dich auf uns. Zieh die Öffnungsflasche einer Limo-Dose ab. Male 3 davon rosa an. Etwas Farbe könnte daneben gehen. Die anderen 3 malst du grün an. Bedecke sie komplett in Farbe und lass keine Stelle aus. Lass die Farbe trocknen. Dreh sie um und bemale nun die Rückseite. Lege sie in einer Reihe auf und befestige sie mit Metallringen aneinander. Befestige Ohrringhaken an ihnen und du hast ein außergewöhnliches Schmuckstück. Okay, du kannst jetzt die Augen aufmachen. Sind die für mich? Hoffentlich gefallen sie dir. Die stehen dir echt gut. Oh, ich liebe sie. Vielen Dank. Hey, lass mal sehen. Ist das? Wow, was für ein Zufall. Du bist so süß. Nur noch fertig schminken, dann kann's losgehen. So, der Look sieht toll aus. Obwohl, irgendwie fehlt etwas an meinem Hals. Vielleicht ein Halstuch. Ah, nee, das gefällt mir nicht. Sieht aus wie der Umhang von einem Superhelden. Und wie ist das? Ach, nee, das geht nicht. Weg damit. Oh, ich habe eine Idee. Ich räume den Einkauf mal ein. Oh, das ist genau, was ich brauche. Annie, was machst du denn da? Darf ich die haben, bitte? Die wird mir gut stehen. Zumindest dachte ich, dass sie das tun würde. Gibt es denn nichts, was ich tragen kann? Oh, wie wäre es damit? Wie sieht das aus? Lächerlich. Was habe ich mir dabei gedacht? Was mache ich denn jetzt? Das ist so unfair. Leider bin ich ein Stressesser. Oh, die schmecken gut. Was ist los, Liebling? Ich will nur eine schöne Kette haben. Moment mal. Ich habe da eine Idee. Das hätte mir früher einfallen können. Das wird funktionieren. Danke, Mom. Entferne den Deckel von einem Essensbehälter aus Plastik. Schreibe deinen Namen auf ein Blatt Papier und lege den Deckel drauf. Fahre deinen Namen auf dem Plastik nach. Das Blatt Papier brauchen wir nicht mehr. Schneide mit einer Schere den Namen aus.
Sei vorsichtig, damit du dich nicht schneidest. Lege es auf Backpapier und stelle es in den Ofen. Die Hitze macht, dass das Plastik schrumpft. Warte, bis es abgekühlt ist. Zeit für etwas Kreativität. Male über das Plastik. Warte, bis die Farbe trocken ist. Befestige eine Kette daran. Meine eigene, personalisierte Kette. Wow, die sieht toll aus. Endlich ist der Look fertig. Ich habe eine Belohnung verdient. Hä? Wie ist das denn passiert? Das werdet ihr lieben. Nimm einen Kreis aus Modelliermasse und lege zwei herzförmige Ausstechformen darauf. Drücke die Ausstecher vorsichtig nach unten und entferne die überschüssige Masse. Lege den kleinen Ausstecher dann beiseite. Fülle die Mitte des Herzens mit Epoxidharz. Eine Spritze erleichtert das Ganze etwas. Lass das Harz trocknen und streue etwas Glitzer darüber. Dann kommt ein weiteres Herz obendrauf. Diese Kette ist einfach wunderschön. Wow, schaut mal, die ist so toll. Noch ein Schnitt und mein Armband ist fertig. So süß. Oh, Jennifer ist zu Hause. Hi, Luna. Hi, warte. Du hast Piercings? Echt cool, was? Ich wollte mal was anderes. Ich will auch anders sein. Wir könnten Piercing-Buddies sein. Das klingt nach einer richtig guten Idee. Komm, lass uns direkt gehen. Hi, ich bin wieder da. Ich habe hier noch ein Opfer. Ich meine Kunden. Die? Dein Ernst? Ich schätze, wir können sie etwas aufpeppen. Komm rüber. Du wirst es lieben. Schätze, es gibt keinen Weg zurück. Also, ich dachte an einen Piercing hier. Cool. Los geht's. Kein Freund großer Worte, was? Das wird wehtun. Das ist die Nadel? Eine davon. Nicht bewegen. Ich hab gesagt, nicht bewegen. Nein! Also das war echt peinlich. Die Nadel war aber riesig. Aber ich wollte echt eins haben. Naja, da kann man wohl nichts mehr machen. Oder vielleicht doch? Ich glaube, ich habe eine Idee. Wir brauchen nur etwas Wimpernkleber. Und diese Perlen. Lass uns loslegen. Ich gebe etwas Kleber auf die Perle. Und drücke sie an deine Haut. Jetzt ein Nasenpiercing. Wow, das sieht richtig gut aus. Das hätte mir ruhig schon früher einfallen können. Das ist das Letzte. Wow, vielen Dank. Und komplett schmerzfrei. Du siehst toll aus. Piercing Buddies. Mama wird echt sauer sein. Phew, was für ein Tag. Wow, nicht so schnell. Ich muss dich kurz inspizieren. Interessante Schuhe. Na, so kannst du hier nicht rein. Soll das ein Witz sein? Schau doch, keine Schuhe. Oh, okay. Wow, ganz schön viele Crocs. Woher soll ich denn wissen, welche meine sind? Die nimmt am Ende bestimmt jemand mit. Das darf nicht passieren. Ich muss doch irgendwas tun können. Hopp, hopp, das macht Spaß. Oh, das könnte funktionieren. Her damit. Ups, sorry. Nimm die hier. Oh, Cola, danke. Kein Problem. Das ist genau, was ich brauche. Ich werde meine Schuhe personalisieren. Zuerst schneide ich die Blasen aus dem Puppet aus. Sie verleihen etwas Farbe. Ich platziere sie auf meinem Schuh und befestige sie mit Kleber. Ich benutze unterschiedliche Farben, um es etwas lebendiger zu machen. Wow, personalisierte Sandalen! Jetzt weiß ich genau, welche mir gehören. Die anderen sehen echt langweilig aus. Okay, darf ich jetzt rein? Viel Spaß! Zeit zum Entspannen. Ich sollte wieder nach Hause gehen. Ich schnappe nur schnell meine Schuhe. Hä? Wo sind sie hin? Jemand hat sie geklaut. Pap, pap, pap. Diese Schuhe sind toll. Auch wenn sie etwas stinken. Oh, hey. Pap, pap. Oh, wie niedlich. Neuer Tag. Neuer Euro. Stopp! Habt ihr Neon an? Hier! Okay, rein mit euch. Viel Spaß!
Wow! Was denn? Das ist eine Neon-Party. Wo ist dein Neon? Schau dir dieses Outfit mal an. Es ist einfach perfekt. Kannst du lesen? Neon-Party. Na gut. Juhu. Let's party. So soll ich aussehen? Moment mal. Her damit. Hey, was machst du da? Das gehört mir. Das war echt lecker. Zuerst erzeuge ich einen kleinen Punkt mit einem 3D-Stift. Dann ziehe ich es einmal komplett um das Glas. Ich lasse etwas Platz zwischen den Kreisen. Und gehe einmal komplett um das Glas. Dieses Pink leuchtet so schön. Fast fertig. Das sollte reichen. Dann stecke ich meine Hand in das Glas und schiebe das Plastik auf mein Handgelenk. Was für ein tolles Armband. Dieses Glas brauche ich jetzt nicht mehr. Stopp. Wo ist dein Neon? Tada! Glücklich? Mal sehen. Oh, ich weiß nicht. Und jetzt? Besser? Du musst mich jetzt halt reinlassen. Gefällt mir. Rein mit dir. Ach, endlich. Und, was ist jetzt mit meinem Drink? Ich muss mich beeilen. Okay. Ignoriere mich einfach. Was machst du denn? Keine Zeit zum Reden. Hey, jetzt mal ganz langsam. Was denn? Warum hast du es denn so eilig? Ich habe ein Date mit Chris. Schau ihn dir nur an. Er ist so süß. Wenn du meinst. Ich hätte es wissen müssen. Ich muss mich fertig machen. Ich will gut aussehen. Ich will, dass alles perfekt wird. Entspann dich. Das wird schon gut. Okay, ich glaube, ich bin fertig. Hm, aber ich brauche noch eine Halskette. Oh, sehr schön. Die steht mir einfach richtig gut. Aber ich bekomme sie nicht an. Oh, die passt irgendwie nicht. Luna, kannst du mir helfen? Okay. Her damit. Bitte sehr. Oh, oh! Nein! Nein! Meine Kette! Das ist eine Katastrophe! Was soll ich denn jetzt machen? Tut mir leid. Vielleicht kann ich sie retten. Es muss doch etwas geben. Ich weiß. Ich brauche nur diesen 3D-Stift. Damit male ich auf diesem Modell. Ich mache kleine Kreise mit dem Stift und gehe einmal um den ganzen Hals. Nun eine zweite Reihe mit weiteren Kreisen. So, ich glaube, das reicht. Es ist eine Joker-Halskette. Jennifer, schau mal, was ich habe. Was? Oh, hast du die gemacht? Die ist für dich. Wow, danke. Ich liebe sie. Sie steht mir richtig gut. Du musst los. Viel Spaß. Was soll das? Yay! Hä? Oh! Molly! Mhm. Zeit, diesen schönen Tag zu beginnen. Ja, genau. Oh, wie wäre es mit dem hier? Ach ja, das kann ich auch. Interessant. Aber hast du auch so tolle Haare? Ich glaube nicht. Es ist einzigartig. Und es hält Blumen richtig schön. Schau. Oh, das mit den Blumen kann ich aber auch. Hier. Also, wie kann ich... das ist irgendwie komisch. Ugh. Mal sehen. Oh, ich brauche was Klebendes. Das wird funktionieren. Verwandeln wir diese Haarspangen in etwas Fabelhaftes. Ich brauche nur noch ein paar kleine Tools. Siehst du diese Haarspange? Nimm den Klebestift, um ein lustiges Motiv zu gestalten. Ich wähle meine Lieblingsfarbe, Blau. Jetzt siehst du diese lange Linie hier? Mach weiter.
Noch weiter. Fast geschafft. Siehst du, wie es sich zu einer großen Spirale entwickelt? Es wird aushärten und in Form bleiben. Als hätte ich meine eigene schöne Locke gemacht. Oh, und es springt. Jetzt steckst du die Spangen ins Haar. All diese Farben sind so super. Toll. Fast hätte ich den wichtigsten Teil vergessen. Wunderschöne Locken, genau wie deine. Oh, wie sie ihre Hüften bewegt. Zu Hause zu bleiben war die beste Entscheidung. Was schaust du? Hey, kann ich eine haben? Nein. Oh, sorry. Bitteschön. Gelb ist meine Lieblingsfarbe. Mmh, so weich. Mia? Was? Noch eins? Okay, gut, aber das ist das letzte. Cool. Hey, Mia? Was denn jetzt? Ich will immer noch mehr. Du bist richtig wild auf diese Gummibärchen. Aber vielleicht kann ich das jetzt selbst machen. Toll, ich gehe rein. Gib mir die Gummibärchen. Lass los. Im Gegenteil, ich bin ein Genie. Ich kann nicht glauben, dass du deine Hand da reingesteckt hast. Moment, wie können die alle an dir kleben? Ich weiß. Bin gleich wieder da. Lecker. Ich brauche nur ein paar Dinge. Willst du sehen, wie es gemacht wird? Das Gummibärchen in diese Silikonform stecken. Wirklich da reinstecken. Dann noch ein paar weitere rund um das Armband. Ich wähle alle Farben des Regenbogens. Einfach das Harz über die Beeren gießen. Langsam jeden einzelnen Beeren übergießen. Und wenn das alles erledigt ist, warten. Die ganze Nacht. Ein neuer Tag. Das heißt, mein Armband ist fertig. Einfach aus der Silikonform nehmen. Und es ist perfekt gehärtet, siehst du? Es passt perfekt an meine Hand. Komm zu Mama. Ha, gefällt es dir? Wahnsinn. Woher hast du das? Sind das Gummibärchen da drin? Genug gefragt. Och Mann. Weißt du was? Du kannst die hier haben. Wirklich? Ja, da bin ich sicher. Das ist der beste Tag meines Lebens. Für mich auch. Hey, sieh dir all die Muscheln an. Ich will den großen weißen. Du kommst mit mir nach Hause. Und das hier ist sogar noch toller. Oh. Wow. Du bist so schön. Wir haben den gleichen Geschmack, was Muscheln angeht. Oh wow, diese Muschel muss besondere Kräfte haben. Sie brachte mich zu meinem Seelenverwandten. Ich werde dich für immer und ewig behalten. Also, was haben wir hier? Eine echte Schönheit. Hallo, Olivia. Was machst du? Diese Muscheln sind voller Dreck. Ach, beachte mich nicht. Mia, nein! Meine kostbare Muschel. Das war ein Versehen. Du solltest dich schämen. Mein Liebesleben ist vorbei. Ist ja gut. Nein, ist das nicht. Was ist da drüben? Ich weiß, ich kann das total gut gebrauchen, um die Muschel zu reparieren. Beobachte und lerne einfach. Lege alle Muschelteile hierher. Das wird nicht lange so bleiben. Nimm zwei durchsichtige Plastikbecher und gieße ein wenig Harz hinein. Und wenn du mit einem fertig bist, mach mit dem anderen weiter. Perfekt. Jetzt kommen wir zum wirklich lustigen Teil. Farben. Aber wir brauchen nur ein paar kleine Tropfen. Ein wenig reicht in diesem Fall sehr weit. Wir müssen es nur richtig gut unterrühren. Kommen wir nun zu den Luftballons. Nein, sie sind noch nicht aufgeblasen. Aber sieh nur, wie dehnbar sie sind. Das werden wir zu unserem Vorteil nutzen. Bereit zu sehen, wie sich die Muscheln in etwas Neues verwandeln? Steck sie einfach in den Luftballon, eine nach der anderen. Es kann eine Weile dauern, aber es lohnt sich. Nimm einen Haufen Zahnstocher und den Rand des Luftballons mit einem durchstechen. Dafür braucht man nur ein bisschen Kraft. Wenn du zwei durchgeschoben hast, kannst du sie über diese Becher legen. Nun kommt das farbige Harz rein. Am besten gießt du es ganz langsam, damit du es in das Loch bekommst. Und wenn es ganz oben ist, warten wir. Willst du das Endprodukt sehen? Du wirst es lieben. Muschelohrringe. Sind sie nicht spektakulär? Oh, Olivia. Was sind denn das für Dinger? Deine neuen Muschelohrringe natürlich. Die sind toll. So ist es viel besonderer, findest du nicht auch? Du bist die beste, Mia. Es ist immer schwer, den besten Filter zu finden. Lächeln.
Wow, ist das cool hier. Hallo, meine Damen. Hast du deinen Hut dabei? Eigentlich ja. Ist er nicht süß? Oh, definitiv Insta-würdig. Markiere mich, okay? Ich wusste nicht, dass man hier einen Hut braucht. Was soll ich denn nun? Ich glaube, mein Glück wendet sich endlich. Hä? Was zum... Geht es ihr gut? Hast du den Verstand verloren? Warum schaut ihr mich alle so an? Nicht weinen, Olivia. Hier, nimm es einfach. Danke. Wie auch immer. Es muss eine bessere Option geben. Schau einfach zu. Leg die Schale mit der Oberseite nach unten. Dann nimmst du deinen Klebestift. Ganz oben an der Wassermelone beginnen. Einen Punkt und eine Linie an der Seite machen. Wenn es so aussieht, kannst du damit beginnen, alle großen Lücken zu füllen. Ein Abschnitt nach dem anderen und versuche, keine Lücken zu lassen. Nun eine weitere Zeile hier unten und eine weitere hier. Und sie verbinden. Dann mal sie aus, so wie du es bereits getan hast. Sieht aus, als hättest du es fertiggestellt. Diese nächsten Zeilen sind nur dekorativ. Nun kleine schwarzen Punkte aufs Rot setzen. Kommt dir dieses Design schon bekannt vor? Ein kleiner Tipp. Er wurde von der Wassermelone inspiriert. Das sind Samen, siehst du? Jetzt probieren wir das Ding an. Du willst doch einen Hut, oder? Nun, ich habe ein super Modell für dich gemacht. Wow. Gefällt es dir? Wow, das muss ich fotografieren. Sie ist so glücklich. Hier, wir posten alle ein Foto von dir. Ich meine, könnten die noch niedlicher sein? Bezaubernd. Wow, diese Party ist echt der Hammer. Hey, schau dir all diese tollen Lichter an. Hey, nicht so hastig. Bleib cool, wie ich. Oh mein Gott, ist das Kevin? Hallo, was für Snacks habe ich hier? Olivia, wo ist sie hingegangen? Olivia, Olivia! Hä? Oh, toll. Wo steckst du? Ich war am Snacktisch. Oh, Gott sei Dank. Ich kann dich nicht wieder verlieren. Du musst hell leuchten wie diese Sterne. Nimm einen großen Eisstiel wie diesen. Nimm das schönste Glitzer, das du finden kannst. Je mehr Neon, desto besser. Dann ist es Zeit, das Harz zu gießen. Du brauchst eine Menge. Einfach in den kleinen Plastikbecher füllen. Nicht zu viel. Jetzt das Glitzer direkt darüber streuen. Mit einem Holzstäbchen gut umrühren. Siehst du, wie schön zähflüssig es ist? Das heißt, es ist Zeit, es setzen zu lassen. Aber in der Zwischenzeit suchst du dir einen kleinen Plastikbehälter wie diesen und gießt die Mischung vorsichtig hinein. Ein kleiner Tipp, je langsamer du vorgehst, desto weniger chaotisch wird es sein. Jetzt abwarten. Es ist bereit, aus der Form zu kommen. Wie Hartplastik, siehst du? Einfach an eine Kette hängen und los geht's. Es ist ziemlich süß, wenn ich das so sagen darf. Zeit, es Olivia zu geben. Für dich. Wow, das Ding leuchtet wie ein Stern. Jetzt kann ich dich immer finden. Tschüss. Das ist mein Lieblingslied. Oh, hey. Wuhu. Au. Warte, ich glaube, ich kann sie immer noch sehen. Moment, nein, sie ist weg. Nein. Warte, ich glaube, ich sehe etwas. Es leuchtet. Ich sehe es leuchten. Olivia. Moment, was soll der große Mob? Egal, ich bin nur froh, dass ich dich gefunden habe. Kann nicht glauben, dich wieder verloren zu haben. Du brauchst die hier. Oh, danke. Oh, ist schon besser. Wenn du Olivia bist, wer bist denn dann du? Das tut mir wirklich leid. Verrückte Frau. Okay, das war's. Du wirst nie wieder von meiner Seite weichen. Die Form und die Füllung sind bereit. Dann kann's losgehen. Oh, wie das glitzert. Echt schön. Nur noch die Schnauze und fertig. Nun muss es trocknen. Okay, das war lang genug. Jetzt kann ich es rausnehmen. Yes, mir gefällt, wie das Einhorn glitzert. Damit verziehe ich mein Handy. Wie ist das möglich? Ich muss weiterlesen. Okay, ja, das macht Sinn. Das verstehe ich. Was ist, wenn... Au, mein Kopf. Autsch. Kurs für coole Leute? Oh mein Gott. Okay, beruhig dich wieder. Das ist meine Chance. Oh, ich betrete den Raum. Oh mein Gott, das ist sowas von cool.
so viele coole Leute auf einem Haufen? Da drüben stechen sie sich Tattoos. Und der Typ spielt Gitarre. So cool. Mach weiter. Das wird ein rattenscharfes Tattoo. Oh, das sieht schmerzhaft aus. Hoffentlich desinfizieren sie die Tattoo-Nadel. Oh, sie sieht mir sympathisch aus. Lieber nicht. Wow, sie hat den Typen im Armdrücken besiegt. Oh mein Gott, sie ist ja die Lehrerin. Was? Es gibt einen Dresscode? Was wird von mir verlangt? Mal sehen. Oh, Piercings. Sehr viele Piercings. Was mache ich nur? Ich bin nicht cool genug für den Kurs. Mit den Hausaufgaben bin ich auch schon fertig. Moment mal, die Büroklammer. Oh mein Gott, das bringt mich auf eine Idee. Okay, für diese Idee brauche ich mehrere Büroklammern. Vier sollten reichen. Nun brauche ich einen Drahtschneider. Die kleinen Ringe stecke ich mir an Lippe und Nase. Jetzt sind meine Kleidung und Haare dran. Zeit, mich den Leuten nochmal vorzustellen. So cool! Willkommen in unserem Kurs! Rock on, eine von uns! Zieht euch ihre Piercings im Gesicht rein! Krass! Hey, sie gefällt mir echt gut. Ich muss sie anbaggern. Hey, hebt euch das bitte für später auf. Okay, aber hey, setzt dich an den Tisch neben mich. Lauf! Mir wird noch pitschnass. Oh, puh, der Regen scheint nachzulassen. Zum Glück. Ja, der Regen war heftig. Oh nein, mein Schachbrett. Das ist voll im Eimer. Wie konnte das nur passieren? War das der Regen? Beruhig dich. Warte hier, bin gleich wieder da. So ein Mist. Okay, ich bin gleich soweit. Ich muss noch den Raum schützen. Handschuhe bereit. Es kann losgehen. Die Formen stehen bereit. Jetzt wird noch etwas Glitzer hinzugemischt. Okay, nun fülle ich das in die Form. Nicht zu viel. Ich muss noch mehr zusammenmischen. Noch etwas mehr Rot. Und natürlich etwas Glitzer. Gut, das fülle ich nun in die zweite Form hinein. Perfekt, das muss nur noch trocknen. Yep, die kann man rausnehmen. Das hat gut funktioniert. Jetzt brauche ich noch ein paar davon. Langsam wird es. Aber die Mischung muss noch etwas klarer werden. Die Konsistenz sieht gut aus. Nun fülle ich das in die Form hinein. Die Flüssigkeit muss einmal komplett über die ganze Fläche fließen. Nicht zu viel und nicht zu wenig. Okay, die Ecken sind aufgefüllt. Nur diese hier fehlt noch. Yes, endlich fertig. Oh mein Gott, das sieht richtig toll aus. Hey, mach nicht so ein trauriges Gesicht. Ich habe dir ein neues gemacht. Das hast du für mich gemacht? Wow, das ist so wahnsinnig cool. Hey, Lust auf eine Partie? Uff, diese Party soll absolut perfekt werden. Okay, bin wieder da. Das Geschenk wird dir gefallen. Ich schleiche mich an sie heran. Rate, wer ich bin. Oh, ha? Wer könnte das sein? Jemand, den ich kenne. Oh, Jake, du bist es. Happy Birthday. Und sieh mal, das ist dein Geschenk. Oh, ich freue mich so. Was er mir wohl schenkt? Das Geschenk wird dir gefallen. Ich schenke ihr einen Löffel. Oh nein, wie ist das denn passiert? Ich muss mich an heute Vormittag zurückerinnern. Wow, das ist eine schöne Kette. Die wird dir ganz bestimmt gefallen. Für die Kette musste ich tief in die Tasche greifen. Moment mal, ist es schon so spät? Oh je, ich sollte mich besser beeilen. Oh, so ein Pech auch. Was zum... Wow, ich scheine ganz schön sauer auf den Löffel zu sein. Wenigstens glänzt er. Daraus kann man definitiv etwas machen. Okay, mit einer Zange werde ich nun das Löffelstück verbiegen. So ist es gut. Als nächstes kommt natürlich Glitzer. Wow, da sieht mal einer an. Das sieht schon viel besser aus. Wow, das ist echt gut geworden. Viel besser als erwartet. Okay, das hat mir den Tag gerettet. Hä? Was macht sie da? Oh, sie ist eingeschlafen. Sie hat sehr geduldig gewartet. Ich wecke sie mit einer Überraschung auf. Wow, ihr seid ja alle schon da. Schau mal, das ist ein Geschenk. Gefällt es dir? Oh mein Gott, vielen Dank. Das ist mein schönster Geburtstag ever. Wow, diese Kekse riechen echt wunderbar. Da ist sie ja. Oh mein Gott, sie ist so wunderschön. Ich liebe ihren Haarschwung in Slow Motion. Mit ihrer Brille hat sie bestimmt eine gute Sehstärke. Damit sieht sie bestimmt alles in HD. Ah, hi. Willst du einen meiner Kekse haben? Sehr gerne. Danke. Sehr lecker. Hier, du solltest deine Kekse auch probieren. Oh ja,
Das wäre wirklich wunderbar. Wo ist dieses Klassenzimmer? So, dann will ich mal loslegen. Puh, ich schaff das. Ich pack das. Alles wird gut. Oh nein! Oh, das hat wehgetan. Worauf bin ich gelandet? Auf einem Keksausstecher. Oh, wow, sie ist so schön. Das bringt mich auf eine geniale Idee. Mit diesen zwei Formen mache ich eine Herzform. Erledigt. Nun muss die Mitte aufgefüllt werden. Ich benutze die Spritze, damit es ordentlich wird. Mit dem UV-Licht trocknet es schneller. Es fehlt aber noch Glitzer. Die Herzchen, Sterne und Blumen sind so wunderschön. Nun kommt die zweite Form obendrauf. Perfekt. Ah, dieser Schlüsselanhänger ist für dich. Oh wow, der ist für mich? Der gefällt mir sehr. Hm, die schmecken echt gut. Hey, sieh dir diese Trophäe an. Ich habe gewonnen. Haha, ist das zu fassen? Ist das nicht großartig? Na, bist du beeindruckt? Ich bin beeindruckt. Da passen Gummibärchen hinein. Was? Nein, dafür ist er nicht gedacht. Sieh her, so habe ich die Trophäe gewonnen. Die ist für den besten Taucher. Also für mich. Ich bin der Beste. Oh wow, schon kapiert. Glückwunsch. Und eigentlich wollte ich dir das hier geben. Wow, ein schöner Schlüsselanhänger. Ist der selbst gemacht? Ja, das war nicht so schwierig. Ich habe in eine kleine Tüte Muscheln hineingelegt. Und dann habe ich blaues Epoxidharz reingetan. Das habe ich in die Tüte mit den Muscheln gegossen. Sieht aus wie Meerwasser. Okay, das sollte reichen. Jetzt muss es noch trocknen. Soweit so gut. Als nächstes habe ich die Tüte entfernt. Zum Schluss kam noch der Schlüsselring hinzu. Den habe ich hier befestigt. Und voilà, schon war er fertig. An deiner Trophäe macht er sich echt gut. Oh wow, nun sieht die Trophäe noch besser aus. Nicht wahr? Freut mich, dass es dir gefällt. Vielen Dank, mein Schatz. Ich liebe Malen über alles. Oh hey, was machst du da drüben? Nein, nicht hersehen. Das ist noch nicht fertig. Was? Ach komm, lass mal sehen. Das ist bestimmt gut. Na gut. Wow, das ist echt toll. Ist dir wirklich gelungen? Oh, du hast eine ganz schöne Sauerei hinterlassen. Ich weiß. Aber hey, das haben wir gleich. Warte hier, ich muss etwas erledigen. Zuerst spitze ich diesen Stift. Schon besser. So eine lustige Spirale. Nun befestige ich einen Ring daran. Sieht aus wie eine Blume. Das sieht besser aus als erwartet. Tada! Der Ring ist für dich. Wirklich? Der sieht toll aus. Unglaublich, dass du das nur mit Stiften gemacht hast. Annie, machst du mich zum glücklichsten Mann der Welt? Ist das ein Ja? Oh nein! Dann bekomme ich wohl keinen Ring. Warte, ich weiß. Mit diesem Hack hast du in 0,nix einen Ring am Finger. Hübsch, oder? Das klebe ich jetzt einfach hier drauf. Problem gelöst. Willst du mich nun heiraten? Wirklich? Ich hoffe, er passt. Wow! Sie hat Ja gesagt, Leute. Dieser Ort sieht auf den Bildern total toll aus. Was werde ich zuerst machen? Ach, ich will keine Nachrichten gucken. Warte, ich? Okay, was ist denn los? Es geht um diesen Dieb, der in der Stadt sein Unwesen treibt. Passen Sie auf Ihre Sachen auf. Dieser Typ kann überall drüber klettern. Fenster aufbrechen ist seine Spezialität. Ein Passant erwischte ihn und jagte ihn die Straße entlang. Aber leider ist er ihm entkommen. Verständigen Sie die Polizei, wenn Sie etwas wissen. Ihr Zuhause ist in Gefahr. Oh, Schreck. Kein guter Zeitpunkt, um das Haus zu verlassen, oder? Ich kann nicht in den Urlaub fahren. Hier liegt überall mein Schmuck. Und auch mein Geld. Moment mal. Zum Glück habe ich einen Plan. Ich komme wieder. Was für eine Reise. Aber bevor ich auspacke, schauen wir mal, was hier los war. Der Einbrecher. Der Typ muss ja Nerven haben. Schön ist es hier. Ein Schmuckkästchen. Was?
nichts als eine Haarnadel? Zeitverschwendung. Wo sind denn all die guten Sachen? Immer noch nichts. Das macht doch keinen Sinn. Denk, denk nach. Der Müll? Ach, Quatsch. Die Bullen. Ich muss hier weg. Oh nein. Na, das hat ja wunderbar geklappt. Und es brauchte nicht mehr als einen kleinen Ball. Schau dir das an. Beeindruckend, ja? Versteck deine Juwelen nicht an den offensichtlichen Stellen, sondern an den weniger eindeutigen. Niemand würde hier nachschauen. Deshalb ist es das perfekte Versteck. Schneide ein rundes Stück Pappe aus. Und schneide dann einen Kreis in der Mitte aus. Nutze Heißleim, um alte Verpackung und anderen Müll draufzukleben. Lass nur keine Pappe durchblitzen. Also weiter bekleben. Und wenn alles beklebt ist, hast du das perfekte Versteck. Heute ist der langweiligste Tag aller Zeiten. Was jetzt? Die sehen hübsch aus. Ob ich wohl? Oh, Mami, ich will dir sagen, dass ich dich lieb hab. Oh, was bist du nur für ein lieber Junge? Ja, das mache ich. Wuhu! Ich komme! Oh Mann, die sind jetzt hin. Mama, ich hab da was für dich, weil ich dich so lieb hab. Oh, wow! Alles deins! Als Zeichen, dass du mir wichtig bist. Tschüss! Jetzt habe ich diesen Schrott am Hals. Naja, warte mal. Vielleicht kann ich ja noch was draus machen. Oh ja! Hast du einen alten Pappbecher? Dreh ihn um und stell ein Weinglas obendrauf. Aber verkehrt herum. Dann platzier Blumen drumherum. Wähle welche, die dir gefallen. Jetzt gießt du das flüssige Harz in die Lücke. Es ist wichtig, sie ganz zu füllen. Keine Sorge, das Harz muss die Blumen bedecken. Jetzt warten wir, bis es hart ist. Ich entferne das Glas und wir haben einen sehr schicken Armreif. Wahrlich einzigartig. Mach so viele du willst. Mama, magst du Schlangen? Die sind nicht echt, keine Bange. Hä? Bro, das war eine geile Show. Aber hatten die auch so krasse Tattoos? Was? Wow! Wow! Okay, ich lasse mir auch eins stechen. David ist plötzlich so attraktiv geworden. Hi, darf ich mal anfassen? Au, hat das weh? Na, nicht wirklich. Ah, das tut so doll weh! Was machst du da mit mir? Oh, du hast noch gar nicht angefangen. Ups. Bereit? Ich glaube schon. Oh Gott, es passiert wirklich! No. Nein, du bist so mutig. Ich hätte auch gern ein cooles Tattoo. Aber ich kann eins nachmachen, stimmt's? Schau dir das mal an. Das ist nur billige Tinte, nicht wie meins. Oh, und jetzt? Ich kann trotzdem beeindruckend sein. Siehst du die hier? Ja, ich kann die ganz schnell drehen. Ach, so läuft das nicht. Wie kann ich Davids Aufmerksamkeit erregen? Ich weiß. Hey, dieses Outfit passt viel besser zu mir, oder? Naja, so lala. Oh, es ist hoffnungslos. Warte mal. Ich weiß, was ich tun kann. Nimm eine Büroklammer und schneide die eine Seite so ab. Mach das noch mit ein paar anderen Büroklammern. Du brauchst 4 davon. Wow, die Piercings sehen abgefahren aus. Und du hast so viele. Und ich habe nur so ein mickriges Tattoo. Wollen wir abhängen? Oh, na, das bezweifle ich aber. Hat wunderbar geklappt. Der Film ist gruselig, was? Oh, sorry deswegen. Hey, ich bin gleich wieder da.
Oh ja, sie fährt voll auf mich ab. Phew, langsam wird's heiß da drin. Warte, wo sind meine Ohrringe? Habe ich vergessen, sie anzulegen? So, na das sieht doch schon besser aus. Nein, mein Ohrring! Ah, das darf doch nicht wahr sein. Mache ich das wirklich? Oh Gott. Hä? Das ist nicht mein Ohrring. Ist der das? Hä? Was? Ach, komm schon. Hey. Hm. Was ist los? Liegt es an mir? Na. Was ist? Sag schon. Meine Lieblingsohrringe, siehst du? Popcorn? Nein! Okay, ich hab's versucht. Warte mal, kann ich den gebrauchen? Hast du ein buntes Popcorn? Mach einen Ohrringhaken dran. Der sollte leicht reingehen, siehst du? Total geklappt! Tada! Was? Für dich! Wow, die sind schön und auch leicht! Du bist echt ein süßer Typ. Du hast dir einen Kuss verdient. Zieh Leine. Oh yeah. Annie? Oh. Annie. Hey. Hey, du musst die hier noch aufhängen. Sofort. Nein. Doch. Du machst, was ich sage. Ach, das ist so blöd. Ich komme da nicht mal ran. Okay, damit sollte es gehen. Hey, ich sehe nichts mehr. Wow! Ah! Oh Mann, oh. Die Dinger liegen jetzt überall rum. Ich kann das nicht. Warte mal. Da kommt mir eine geniale Idee. Siehst du diese Vorhangringe? Die sind ziemlich vielseitig. Aber zuerst malen wir sie an. Ich mag Gold. Es ist gut, ein paar Schichten mehr aufzutragen. Wenn sie trocken sind, ziehst du ein dickes Band durch. Fädel immer mehr auf, aber leg das Band bei jedem neuen Ring um. Vertrau mir einfach. Das sieht super cool aus. Und es ist ein schöner Schmuck. Schau mal, wer braucht schon Vorhänge? Das sieht viel glamouröser aus. Was? Wie kommst du denn nur auf sowas? So, einer hängt. Jetzt gib mir den anderen. Ach, ihr Fashionistas. Für meine Bastelidee brauche ich viele Perlen. Ich weiß, du wirst sie lieben. Als nächstes brauche ich meine Klebepistole. Ich drücke den heißen Leim auf die Perlen und achte darauf, dass jede Perle bedeckt ist. Niemand möchte ein gebrochenes Herz. Dieser Ring ist wunderschön. Das sieht tatsächlich gut aus. Und ich habe einen 3D-Stift. Ich zeichne zuerst den Umriss einer Blume. Jetzt kann ich sie ausfüllen. Ich fange mit den Blütenblättern an und lasse die Mitte noch frei. Dann wechsle ich die Farbe und mache die Mitte der Blume gelb. Darauf kommt dieser Ring. Und das war's. Wow, dieser Ring macht mich glücklich. Jeder liebt Blumen. Schau dir das mal an, Püppi. Wow. Und schau dir diese Kette an. Wunderschön. Was? Wie viel? 900 soll die kosten? Soll wohl ein Witz sein. Aua, mein Kopf. Es regnet Magazine. Die werde ich mir nie leisten können. Das ist ungerecht. Was kriege ich für einen Zehner? Dann werde ich mal ihren Tag retten. Hoffe, meine Verkleidung funktioniert. Wer bist du? Das ist unwichtig. Gehört das dir? Ja, schau dir mal diese Halskette an. Die würde mir super gut stehen, aber sie ist so teuer. Warte kurz, ich werde dir was zeigen. Wow, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das ist ganz schön viel Knete. Schleppst du die den ganzen Tag mit dir rum? Weil das wäre irgendwie seltsam. Verurteile mich nicht, ich will dir nur helfen. Oh, okay. Du kannst mit der die Kette machen. Das finde ich gut. Ich will die da. Ich mag blau. Du bist nett, aber umsonst ist die nicht. Ich hoffe, das reicht.
Bei Bargeld bin ich immer glücklich. Ich muss aber prüfen, ob der echt ist. Und ich mache mich an die Arbeit. Ich habe die Knete zu einer Scheibe geformt. Und ich habe den unteren Teil einer Spitze abgeschnitten. Damit steche ich zwei Kreise aus. Sieht gut aus. Ich habe zwei Rollen aus weißer Knete gemacht, die ich in die Löcher stecke. Mit einem Winkelmesser teile ich die Scheibe. Jetzt brauche ich ein Glas. Damit entferne ich ein Stück. Das kommt erstmal zur Seite. Da kommt jetzt schwarze Knete ran. Und dann wieder das andere Stück. Ich habe es so geformt, dass es wie ein Mund aussieht. Jetzt rolle ich das, damit keine Naht bleibt. Das müsste reichen. Ich nehme das Metalllineal zum Schneiden. Es werden dünne Scheiben. Aber ich muss aufpassen, dass ich sie nicht zerquetsche. Ich denke, das reicht. Hm, kommt mir irgendwie bekannt vor. Jetzt mache ich daraus eine Halskette. Ich habe kleine Haken, die ich in die Knete stecke. Ich habe alle Scheiben verbunden und habe jetzt eine Kette mit Blue. Ich habe noch den Kettenverschluss angebracht. Schau mal, wie findest du sie? Wow, echt fantastisch. Mein Job ist getan. Tschüss, geheimnisvoller Fremder. Was für eine nette Person. Hm, du brauchst auch Schmuck, Püppi. Keine Bange, ich mach dir was. Ich habe nämlich noch Knete übrig. Wow, so schick. Wir passen zusammen. Komm, lass uns unseren neuen Schmuck vorzeigen. Aufpassen, Klasse. Ich möchte, dass ihr diese Formel löst. Die ist etwas schwierig. So sieht sie aus. Ich hätte mal besser lernen sollen. Ich kapiere nichts davon. Nein, das wird so nichts. Hey, lass mich in Ruhe. Oh nein, mein Stift. Hey, Mickey, hast du einen Stift für mich? Ich habe meinen eben zerkaut. Warte, hier hast du... Okay, dann mal weiter. Ich werde bestimmt durchfallen. Oh, soll das ein Witz sein? Was war das? Oh, mein Stift, du Monster! Shh. Wie geht's? Kannst du mir einen Stift leihen? Ich würde alles für dich tun, Ashley. Zwei hintereinander. Warum passiert mir das immer? Ich fass das nicht. Ich bin wohl stärker, als ich dachte. Die Zeit läuft aus. Ich muss mich beeilen. Aber alle sind kaputt. Kann mir jemand helfen? Denk nicht mal drüber nach. Hey, warum schaust du mich an? Finde einen anderen Trottel. Ich kann's ihnen nicht übel nehmen. Entschuldigung, haben Sie einen Stift für mich? Kein Problem, Ashley. Du kannst den hier haben. Nein, stopp! Verschicken Sie Ihre Stifte! Hab ich was verpasst? Weißt du, ich habe all meine Stifte verloren. Aber Sie hatten doch eben einen in der Hand. Ich weiß nicht, wovon du redest. Okay, dann muss ich mich damit begnügen. Ach, das ist sinnlos. Ich kann mir das nicht länger ansehen. Ich weiß, was zu tun ist. Ich brauche die Mine von meinem Stift. Denn ich bastle ja einen unzerbrechlichen Stift. Hier habe ich eine Stiftform. Dort lege ich die Mine rein. Ich dekoriere den auch hübsch. Dafür nehme ich Blütenblätter. Das wird ein hübscher Stift. Ich habe noch ein Gläschen Glitzer. Das schütte ich ins Epoxidharz. Dann muss ich umrühren. Alles schön vermischen. Und so sieht es aus. Jetzt gieße ich das Harz in die Form. Die Blüten müssen komplett bedeckt sein. Daher fülle ich die ganze Form auf. Und wenn das Harz fest ist, kann ich den Stift aus der Form holen. Geht ganz einfach raus. Wow, schau ihn dir an. Ich gebe den gleich Ashley. Wow, ist der für mich? Den werde ich gleich benutzen. Der schreibt ja gut. Oh, komm schon, Ashley, machst du Witze? Hey, der ist noch in einem Stück. Ein beeindruckender Stift. Ich check das nochmal. Ja, der ist Ashley sicher. So eine emotionale Achterbahnfahrt. Bravo. Vielen Dank, Einsen für alle. Heute ist der Tag. Ich werde mich austoben und feiern. Okay, was ziehe ich an? Mal sehen. Das sieht gut aus. Eine ausgezeichnete Wahl. Ich ziehe mich schnell um. Wow, das sieht gut aus. Aber irgendwas fehlt. Ich will auffallen. Und ich weiß auch schon, womit. Ich habe genau, was ich brauche. Das ist so aufregend. Wow, schau es dir an. Das bringt Glanz in mein Outfit. Ich schau mal, wie ich aussehe. Oh, ich sehe umwerfend aus. Ich denke, ich bin soweit. Warte mal. Ashleys Diadem war eine Tragödie. Ich hätte Mitleid mit ihr gehabt, wenn ich nicht so viel gelacht hätte. Ich will das nicht mehr tragen. Wem mache ich was vor? Ich gehöre nicht auf diese Party. Ich roll mich einfach auf der Couch zusammen und bemitleide mich selbst. Ich werde nie wieder rausgehen. Was? Was ist hier los?
Wow, meine Landungen werden immer besser. Oh, was ist los, Ashley? Hallo? Nie habe ich mal Glück im Leben. Was? Was ist hier los? Wer bist du? Und wie bist du hier reingekommen? Ich bin deine gute Fee. Was hast du für ein Problem? Ist das nicht offensichtlich? Ich wollte für die Party gut aussehen. Das ist alles? Du gehst auf den Ball. Ich meine, die Party. So gehe ich nicht raus. Mach doch was. Sorry, das ist dein neuer Zauberstab. Ich muss noch üben. Mach das nicht nochmal. Was jetzt? Schon gut. Gib mir einen Moment. Vielleicht, wenn wir, warte. Dieser Zauberstab sieht seltsam aus, aber den kann ich gebrauchen. Ich werde dieses Diadem verschönern. Mit dem 3D-Stift zeichne ich das Diadem nach. Ich gehe um die Edelsteine herum, denn ich erstelle erst den Rahmen. Ich liebe diese Farbe. Dann wechsle ich die Farbe. Und ich fülle die Edelsteine aus. Ich gehe bis an den Rand. Und dann noch die kleinen Edelsteine. Das nehme ich jetzt vorsichtig ab. Sag Hallo zu deinem neuen Diadem. Ich weiß, ich bin unglaublich. Hier, bitte. Oh mein Gott, ich werde emotional. Es passt perfekt. Warte, was passiert hier? Dieser Teil wird dir gefallen. Wow, das ist ja unglaublich. Ha, aber die Brille passt nicht zum Kleid. Wow, schau mich an. Wunderschön. Vielen Dank, Liebe. Wo ist sie hin? Ich konnte ihr nicht sagen, wie viel mir das bedeutet. Aber ich danke ihr. Und jetzt zur Party. Lalala. Hallo. Willkommen in meiner Küche. Du bist eine tolle Meerjungfrau, Pippi. Was riecht hier so? Mama hat Cupcakes gemacht. Die sehen lecker aus. Finger weg. Wir haben technische Probleme. Ich will doch nur einen, Mama. Nein. Och, du bist voll gemein. Sie glaubt wohl, das ist was Besonderes. Dann zurück zur Schwanzflosse. Wo war ich? Die Sahne. Was hast du, Frau Hund? Sag das nochmal. Das hört sich gut an. Jetzt mache ich ein leckeres Tomatengericht. Nein, mach das nicht, Ashley. Hey, wie geht's denn so? Das ist meine Hündin. Sie mag lange Strandspaziergänge. Ashley? Hi, Mama. Verschwinde von hier. Sorry, ich wollte auch viral gehen. Jetzt stelle ich meine Cupcakes hier rüber. Das ist unsere Chance. Das perfekte Verbrechen. Mama ahnt nichts. Hey, schau mal, ich bin ein Social-Media-Star. Und jetzt wird gekocht. Dafür brauche ich diese Schüssel. Hä? Wo ist sie hin? Die muss ja doch irgendwo sein. Ich hätte es wissen müssen. Ah, das war so gut. Seht ihr, womit ich mich hier rumschlagen muss? Hey, die will ich wieder haben. Ihr kommt mit. Gib mir die Schüssel. Ich weiß nicht, wovon du redest. Da ist Zuckerguss auf deiner Nase. Oh, wie ist er denn da hingekommen? Wahrscheinlich wieder ein Knick in der Matrix. Die Show ist vorbei. Alles ist ruiniert. Vielleicht kriege ich's wieder hin. Gib mir einen Moment. Es tut mir leid. Ich wollte euch nur unterhalten, aber nicht mal das kriege ich hin. Hey Mama, schau mal. Wie fühlt sich das an? Da ist es gut. Warte mal. Lass mich mal sehen. Ashley, was hast du getan? Das war mein Schneebesen. Ich wollte nur helfen. Lass mich nachdenken. Oh, ich hab's. Und was soll ich damit machen? Warte, ich weiß. Das wird euch gefallen. Ich nehme die Plastikschnur und schneide sie zu. Dann arrangiere ich sie zur Kugel. Jetzt brauche ich den 3D-Stift. Mit dem verschmelze ich die Teile. Dann gehe ich nach oben, denn das wird der Griff. Ich habe einen neuen Schneebesen. Ist der nicht hübsch? Bald bekommt ihr den in meinem Online-Shop. Du hast einen Online-Shop? Na egal, hier ist deine Schüssel. Testen wir meinen neuen Assistenten. Er macht seinen Job. Wie schaltet man das Ding aus? Puh, was für ein Tag. Jetzt will ich mich entspannen. Das war harte Arbeit. Oh ja, das fühlt sich gut an. Da ist die Stelle.